Kappenspiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt, Kickers auf dem Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Vor den nächsten Letzten. Hopp. Hop. Aktiv. Kick es auf. Hermann Nuber erzielt den Ausgleich. Womit niemand mehr gerechnet hat, es sind 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Hallo ihr Lieben, hier meldet sich das OFC Fanradio Kickers TV live aus Hanau und hier seht ihr schon ja eine absolute Weltpremiere bei uns mit Kickers TV hier, dass die Biergarnituren-Tribüne, Bierkisten-Tribüne, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal hier in Hanau. Und ihr seht es auch schon an dem Setup, wir testen heute eine komplett neue Software für das Kickers TV. VMix heißt es, das gibt uns ganz neue Möglichkeiten. Ihr werdet es gleich schon bei der Aufstellung, die wir gleich einblenden werden, sehen. Aber erstmal möchte ich begrüßen zu meiner Linken Björn Marz. Schön, dass du dabei bist. Hallo, ich grüße euch von Hessens ältesten Fußballverein. Richtig, du sagst es, das habe ich gar nicht erwähnt. Hanau 1893, also der älteste Fußballverein in Hessen, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Das ist der Fall. Schon im letzten Jahr haben wir ja hier getestet. 2:0 haben wir damals gewonnen. Tore geschossen haben da Knöll und Rosiner. Bin gespannt, wie das Spiel heute ausgehen wird. Und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich glaube, wir schauen mal auf die erste Elf dieses heutigen Spiels. Und hier seht ihr es eingeblendet, also im neuen Format. Im Tor wird starten Lukas Becker mit der Nummer 18. Dann im 4-2-3-1-System von Christian Neiter. Hinten links Dominik Wanner. Das ist so ein bisschen Verletzungen geschuldet. Ronny Markus, der noch mit einer Zehenverletzung ausfällt. Und auch Christian Achtschesen, der muskuläre Probleme hatte, aber schon wieder ins Lauftraining eingestiegen ist. Da ist es einfach noch eine ganz normale Vorsichtsmaßnahme. Wanner hat es ja letzte Saison schon teilweise gespielt. Der startet also links hinten zusammen mit Rossmann und Breitenbach, die die Innenverteidigung besetzen. Auch Rossi heute wieder Kapitän auf dem Platz. Über die rechte Seite in der Verteidigung dann Vincent Moreno. Davor die Doppel-6, Leon Müller und Björn Jopek. Über links Keanu Staude, über rechts Feigenspahn. In der Mitte, heute kann er wieder spielen, Dima Nazarov mit der Nummer 33. Und im Sturm testen sie heute mal was Neues. Erwin Pfeiffer heute also ganz in der Spitze. Natürlich haben wir auch noch eine Ersatzbank. Das zum Beispiel ist noch so ein Feature, das werden wir noch einbauen. Also ihr seht es, es gibt einige Features, die wir noch gar nicht ergründet haben, noch programmieren müssen. Deswegen verlese ich sie heute einfach mal selbst. Johannes Brinkis,
Rafael Garcia, Marcos Alvarez, Christian Derflinger, Noah Vuko, Almin Mesanovic, Rocco Medvedev, Dino Kobegovic, Jan Urbich und Julian Albrecht sind noch am Start. Das, wie gesagt, noch Features, die wir in Zukunft mit einbauen werden. Hier sehen wir mal Marcos Alvarez zusammen mit Ronny Marcos im Plausch und mit Dominik Stumpf. Den werden wir sicherlich auch in Halbzeit 2 nochmal sehen. Und Björn, wir haben ja auch einen Gegner, du hast es schon erwähnt, der älteste Fußballclub Hessens. Und die spielen mit welcher Startelf? Die spielen mit folgender Startelf. Ich halte es in der Brunner, ja. Ja, kriegen wir die auch noch? Ich weiß nicht. Regie? Kriegen wir nicht? Okay. Gegner? Gut, heute nicht. Die taktische Aufstellung, dann verlese ich sie euch vor. Im Tor haben wir die Nummer 1 mit Josip Galic. Und dann haben wir dabei den Manuel Rosa, Taric Sjedovic, bitte. Rosa Garcia, Entschuldigung, Manuel Rosa Garcia, ja, stimmt, ja. Besemir Haliti, Marco Ferukoski, ein alter Bekannter von uns, Daniel Rosa Garcia, also ihr merkt schon, Manuel und Daniel auf dem Platz, Philipp Panzer, Ivan Samarcic, Talhal Ünal, Jonas Gatzka, Timoshin Sen, und wahrscheinlich habe ich alle jeden zweiten Namen falsch ausgesprochen, aber das seid ihr bei mir gewohnt. Zumindest nähere ich mich langsam den eigenen Spielern an, das ist schon mal eine Menge wert. Und auf der Ersatzbank haben wir noch mit dabei einen Ersatzkeeper Leon Josipovic, Lufrim Kotralio, Samuel Frimpong, liebe Güte, Ugur Aslan, Leandro Baumann, David Sumak und Arsen Krivobetric. Ja, ist schön, dass ich hier alle zur Belustigung beiführen kann. Auf jeden Fall ist nicht böse gemeint, wenn ich bei dem einen oder anderen Namen Probleme habe. Ihr seht den Himmel, dunkle Wolken ziehen auf. Ich gehe davon aus, wir werden gleich nass werden, was einer gewissen Traurigkeit für die Technik, aber einer gewissen Belustigung aller anderen dazu beitragen wird, wenn Kasper mit seinem Sonnenschirmchen dann gleich mehr abdecken muss, als er kann. Ich fürchte es zumindest, es sieht sehr, sehr dunkel aus. Während wir das sagen, ja, so ein Tropfen kam gerade schon, ne? Während wir das sagen, sehen wir hier die Betreuer und unseren Trainer Richtung Bank gehen. Die Bank von den Kickers ist, wenn ich so richtig sehe, rechts von uns. Wir sind ja gerade auf der Höhe der Mittellinie auf einem Podest, was man uns aufgebaut hat. Und also die Kickers sind quasi auf der Bierkastentribüne und wir haben Blick auf das Vereinsheim. Und noch sehe ich nicht, wo die Mannschaft. Ah doch, da stehen sie schon bereit, genau. Rechts hinten stehen unsere Mannschaften bereit. Angeführt von dem Schiedsrichter Olaf Kehne und seinen Assistenten Janis Jeschke und Christian Steib. So ist es. Hier haben wir es auch nochmal eingeblendet unten links. Das ist auch ein Feature, können also auch die Schiedsrichter jetzt unten links einblenden. Aber ihr werdet es uns hoffentlich nachsehen. Wir haben es ja auch schon angekündigt. Das ist für uns heute ein absoluter Testlauf mit diesem Programm. Es gibt noch einige Features, die wir noch gar nicht entdeckt haben oder noch programmieren werden. Und das wird also in den nächsten Wochen und natürlich dann auch in der kompletten Saison unser neues System sein. Aber jetzt habt ihr schon ein paar Dinge gesehen, die damit so möglich sind. Wen ich auch noch begrüßen möchte, ist natürlich Holger Horster und sein Homie. Ihr Service mit Herz, also euer Homie, wenn es um Leistungen rund um den Mietvertrag geht, WEG-Verwaltung, Hausmeisterservice, alles rund um die Immobilie und auch größere Immobilien. Und das, worauf man selbst eigentlich keine Lust hat, darauf zu achten, das machen sie eben für euch. Service mit absolut Herz. Abschluss und Kündigung von Mietverträgen, Abnahme und Übernahme der Mieteinheiten, Überwachung des monatlichen Mieteingangs, Erfassung von Zahlungsvorgängen und so weiter, WEG-Verwaltung, das heißt Wohnungseigentumsverwaltung, Nebenkostenabrechnungen, Wirtschaftsplan, Jahresabschluss, alles was mit Zahlen zu tun hat und eigentlich wirklich ja was Lästiges ist, was man dann noch zu tun hat, wenn man das selbst macht. Außerdem natürlich ein Hausmeisterservice, Treppenhausreinigung, Abfallbeseitigung, Beleuchtung. Ihr seht's, ich komme hier schon fast ins Haspeln, so viele Dienstleistungen hat Homi und Holger Horster. Vielen Dank, dass ihr heute diesen Stream übernehmen werdet als unser Partner. Und jetzt laufen sie ein, die beiden Mannschaften, UFC und der erste Hanauer FC 1893. Und ich glaube, diese Chance nutzen wir, um nochmal die Aufstellung einzublenden von unserem UFC. Das also die erste Elf. Lukas Becker im Tor, dann im 4-2-3-1-System mit Wanner, Rossmann, Breitenbach und Moreno in der Viererkette. Davor dann Leon Müller und Björn Jopek. Über links Keanu Staude, über rechts Mike Feigenspahn. Ganz im Zentrum Dima Nazarov, der heute also wieder spielen kann. Und ganz vorne drin Erwin Pfeiffer, der auch schon gegen Aschaffenburg gezeigt hat, wie wendig er ist und was für einen guten Abschluss er auch hat. Aber da war es immer wieder Max Grün, der unsere Chancen vereitelte. Allerdings ein sehr guter Test, auch die Worte des Trainers. Genau sowas wird uns auch in der Regionalliga erwarten. Viele, viele Mannschaften, die sich hinten einigeln werden und nur sich aufs Verteidigen konzentrieren werden. Heute erwarten wir einen Gegner aus der Hessenliga, der, glaube ich, besser mitspielen will, auch nach vorne spielen will. Einige Spieler, die sich beweisen wollen, unter anderem natürlich auch ein Marco Ferukoski, der alles geben wird gegen seinen Ex-Club. Das war auch schon im letzten Jahr so, da hat er ganz schön gewirbelt. Ich weiß gar nicht, Björn, warst du da dabei letztes Jahr? Ja, nee. Nein, leider nicht. Also da war das auch so. Haben wir aber 2-0 gewonnen und da haben wir noch einen besonderen Zuschauer, der hat sich den besten Platz abgefangen. Ich glaube, das ist, Kasper sagt es gerade, das ist wahrscheinlich sogar der Stadionsprecher, der da oben seine
seine Technik aufgebaut hat und uns beschallen wird. Also ein ja, Prime Seat, könnte man so sagen. Wie auf unserer Haupttribüne. Und da sehen wir nochmal unser Trainerteam, Christian Neithardt, Jauke Faber und René Keffel und auch die Spieler, die heute nicht spielen können, eben wie Christian Achtjesen und auch Ronny Markov, den wir hier gerade sehen, sind natürlich auch mit dabei und schauen zu. Ein Gruß geht natürlich auch nochmal raus an Sascha Korb. Ganz, ganz bittere Geschichte, der sich im Training verletzt hat und das Kreuzband gerissen hat. Wir wünschen dir ganz, ganz, ganz schnelle Genesung und freuen uns jetzt schon wieder, dich auf dem Platz zu sehen. Und dann kannst du nochmal heimkehren auf den OFC-Platz. Also komm schnell wieder auf die Beine. Gleich ist Anschluss, Björn. Was erwartest du? Ich glaube, die Wolken ziehen weiter. Ich meine, ich vermute, du meinst das Wetter jetzt nicht, sondern das Ergebnis wahrscheinlich. Ich denke, es wird zäh. Die Temperaturen sind auch ein bisschen schwül, aber ich denke schon, dass wir das heute gewinnen. Bin sehr gespannt, was Nazarov jetzt zeigen kann. Freue mich sehr, dass wir Rossmann als Kapitän erneut auf dem Platz haben. Das ist, glaube ich, eine gute Variante. Und eben ist der Anstoß erfolgt. Und Irwin Pfeiffer versucht direkt zu pressen, geht nach vorne auf den Gegner zu. Aber Hanau hat den Ball erstmal zur Abwehrreihe gesichert. Kriegt aber direkt Druck auf den Keeper. Naja, mal schauen. Na, jetzt dreht er ab. Wie gesagt, die Temperaturen ist es sehr schwül heute hier. Und ich glaube, es liegt auch eine harte Konditionsphase sicherlich im Training hin. Ich war beim Training dabei, aber denke mal, das ist ja üblich die Konditionsphase der Saison. Und das wird sicherlich ein bisschen zäher werden. Das ist meine Vermutung, aber ich denke schon, dass wir es gewinnen werden. Also das ist die Einschätzung von Björn Marz, meinem geschätzten Kollegen hier im Kickers TV. Der OFC holt sich erstmal den Ball, eben ganz cool gemacht von Jason Breitenbach, der dann Dominik Werner gefunden hat. Und der wird jetzt auch wieder von Max Rossmann gefunden. Wie gesagt, heute wieder Kapitän auf dem Platz. Macht das gut auch in dieser Rolle. In den letzten Testspielen immer wieder auch mit der Binde am Arm gewesen. Bin gespannt, ob wir den dann auch ja, in den Pflichtspielen als Capitano auflaufen sehen. Breitenbach findet in ja, der Schnittstelle Björn Jopek. Schöner Pass gewesen. Dann geht es erstmal rechts raus zu Mike Feigenspahn. Und der zurück zu Vincent Moreno. So wie es aussieht, werden wir auch in der zweiten Halbzeit einen Gast hier haben. Frank Feuerriegel, ja, vom Vorstand des Hanauer FC. Wird uns also ein paar Takte über die Mannschaft erzählen können und auch über den Verein erzählen können. Dann war das eben eine gute Idee, Irwin Pfeiffer auf die Reise zu schicken, aber der passt dann doch etwas zu steil. Für ihn. Weiter Ball von Hanau geht auf den Fuß von Max Rossmann. Und Wanner und Leon Müller machen es dann cool, kriegen auch das Zeichen vom Trainer von außen, hast Zeit. Lieber beruhigt den Spielaufbau starten. Jetzt allerdings der Fehlpass von Jason Breitenbach. Und dann soll es schnell gehen mit einem Doppelpass auf die linke Seite. Aber Vincent Moreno ist eben auch sehr schnell. War dann aber doch ein Hoppler im Platz. Deswegen erreicht dieser Rückpass Lukas Becker nicht. Und es gibt die erste Ecke in diesem Spiel in der zweiten Minute für Hanau 93. Das Ganze schauen wir uns jetzt erstmal an. Warst du beim Training die Woche? Hast du es mal anschauen können? Ein Training habe ich gekriegt, ja. Ja, wie oft ist gerade zweimal am Tag oder was der Rhythmus, was die Jungs machen? Also tägliches Training, manchmal sogar zweimal. Dadurch, dass heute jetzt ein Spiel ist, trainieren so nur einmal am Tag. Aber das muss auch reichen in einer wirklich straffen Vorbereitung. Achtung, jetzt Irwin Pfeiffer geht dazwischen und nimmt dann Feigenspahn auf der rechten Seite mit. Der treibt die Kugel voran, tunnelt dann seinen Gegenspieler und wird dann abgegrätscht. Allerdings eine faire Grätsche, tolle Aktion trotzdem von Mike Feigenspahn. Beim zweiten ist dann Schluss und ich muss, glaube ich, gleich niesen, deswegen über Nummer. Ja, genau. Und der Ball ist schon wieder in den Reihen des OFCs. Wanner jetzt links mit der Nummer 11 in der linken Außenverteidigerposition. Auch mal interessant zu sehen. Und ja, jetzt über Staude in die Mitte erstmal wieder. Alvarez, Staude. Aber Hanau stellt gut zu, sodass mir erstmal zurückgespielt werden muss über Rossmann. Der spielt erneut zu Wanner. Außenposition, verliert aber erstmal den Ball. Hanau geht gut dazwischen, die spielen konzentriert mit. Und jetzt müssen wir uns hier tatsächlich ein bisschen hinstellen, weil wir die Planen vor uns haben. Hektische Blicke. Uns wurde gesagt, wir sollen uns elfen gleich hier oben bewegen und gleichzeitig müssen wir aufstehen. Das wird eine gewisse Herausforderung. Ja, gar nicht so easy. Also dieses Gerüst ist hier ein bisschen am Wackeln. Das werdet ihr vielleicht auch im Kamerabild dann sehen. Also auch das ist natürlich ein Testspiel. Da kann sowas passieren. Aber wir freuen uns natürlich auch nach dem Spiel für eure oder auf eure Rückmeldungen, wie ihr diesen neuen Stream so fandet und auch VMix so findet und die neuen Features, die wir heute einbauen werden. Wahrscheinlich werden wir noch gar nicht alles testen, wie schon erwähnt. Also ein paar Dinge werden wir euch schon zeigen können. Einige wird es dann auch noch nachgeholt. Ja, gerade eben. Okay, es gibt also auch die Möglichkeit, Kamera-Replays aus anderen Perspektiven zu holen. Nicht nur die, die hier auch direkt am Mischer angeschlossen ist, sondern auch zum Beispiel gibt es dann die Möglichkeit, von unten uns einen Replay zu holen. Das haben wir eben gerade mal versucht. Natürlich das Ganze auch präsentiert von Homi. So,
Jetzt hat sich der Keeper der Hanauer, Josip Galic, erstmal den Ball geschnappt und will da hinten rausspielen, das Ganze spielerisch aus der Abwehr lösen. Und finden dann im Halbraum den Mann mit der Nummer 27, das ist Jonas Gatzka. Aber gutes Pressing vom OFC. Kommen jetzt hier durch die Mitte. Björn Jopek, Wanner bietet links einen Lauf an. Schöner Chipball auf die Brust von Wanner. Hält er seinen Gegner vom Leib. Immer noch Wanner, legt zurück, aber der kommt leider nicht an bei Keanu Staude, der durchgestartet ist im 16er. Trotzdem schöne Ballverteilung und schöne Spielverlagerung auch von Björn Jopek davor. Und dann muss Pfeiffer nachsetzen, verliert allerdings den Ball am Gegenspieler. Und Marco Ferrokowski auf der rechten Seite. Passt genau im richtigen Moment. Konter, Hanau, Abschluss. Aber dann doch eher ein Kullerball. Und da müssen sie aufpassen bei diesem Konter. Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Gut getimter Ball von Marco Ferrokowski. Und dann ist es Lukas Becker, der lange stehen bleibt und cool bleibt. Jetzt sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Im Moment Nummer 28 dann Timocin Sen mit dem Abschluss. Trifft er aber nicht voll. Im Endeffekt dann kein Problem für Lukas Becker. Aber das wird Christian Neidhardt nicht gerne gesehen haben, dass wir hier in so einen Konter gelaufen sind. Spielkontrolle, das, was er auch immer wieder sehen möchte. Absolute Dominanz. Über links jetzt Dominik Wanner zusammen mit Keanu Staude. Bleibt aber hängen. Und Hanau klärt erstmal raus. Rossi geht dazwischen. Und Jopek muss zurückarbeiten. Aber der Ball tropft immer noch auf die rechte Seite zu Marco Ferrokowski, der in den Strafraum zieht. Und dann der nächste Abschluss. Wieder einer zum Warmhalten für Lukas Becker. Ja, es ist erstaunlich. Ne? Sie sind extrem schnell. Spielen die Konter sehr gut aus. Aber Abschluss war die zweimal in Folge nicht so gut. Zum Glück. Aber das Umschalten hat ja jetzt damals nicht so ganz gut funktioniert bei unserer Abwehrreihe. Und Leon Müller ist auch gerade ziemlich gebrannt worden. Und jetzt bleibt Jopek liegen. Das gefällt mir jetzt nicht. Setzt sich hin, hat Schmerzen im Oberschenkel. Hast du gesehen, was da passiert ist? Hat sich einfach hingesetzt. Ich habe jetzt die Entwicklung nicht gesehen. Also ist jetzt nicht da vor Ort abgegrätscht worden. Das ist ja eigentlich eher ein schlechtes Zeichen. Der Betreuer kommt noch auf den Platz. Jetzt sieht er nochmal die Szene. Ja. Und ja, schauen wir mal, was Jörn Klümper da auf den ersten Blick erkennen kann. Er scheint sich da den Oberschenkel zu halten und muss, denke ich, wechseln, wenn man das unmissverständliche Zeichen da von Dima Nazarov werten will. Aber Jörn Klümper schaut sich das Ganze an. Hier sehen wir Julian Albrecht, der sich noch seinen Schienbeinschoner festtaped und dann wahrscheinlich gleich ins Spiel kommt. Also so eine Saisonvorbereitung natürlich auch immer wieder hart. Und das kann natürlich auch zu leichteren muskulären Verletzungen führen. Wir hoffen für Björn Jopek, dass es nicht schlimmer ist und er dann schnell wieder auf die Beine kommt. Aber scheint was am Quadrizeps zu sein, also am Oberschenkelmuskel. Wenn man sich überlegt, wie viele Spiele wir mittlerweile, also statistisch gesehen, wie viele Zweit- und Drittligaspiele wir hier gerade auf dem Platz stehen haben, ist schon beeindruckend, wenn man das so gerade anschaut. Ich habe gerade Keanu Staude gesehen, wie er da zur Bank gegen noch Anweisungen kriegt. Ne, also auch Nazarov hat ja nur einige Zeit höherklassig gespielt. Also es ist echt erstaunlich, was hier für eine Mannschaft zusammengestellt wurde. Ja, also wirklich tolle Transfers. Tolle Jungs dabei. Und hoffentlich schlagen die alle so ein, wie wir uns das wünschen. Also letzte Absprache jetzt noch zwischen Jopek und unserem Physio, Jörn Klümper, wie es weitergehen kann. Und ob es weitergehen kann für ihn in diesem Spiel. Aber das Spiel läuft schon wieder. Max Rossmann, Dima Nazarov hat jetzt die Position des zweiten Sechsers eingenommen in der Zeit, in der Björn Jopek hier abwesend ist. Und der OFC hat natürlich jetzt Zeit erstmal im Spielaufbau, wartet, um wieder vollzählig zu werden. Dominik Wanner zusammen mit Dima Nazarov legt den Ball zurück zu Max Rossmann, hoch angespielt. Und genauso hoch, wenn nicht sogar doppelt so hoch, geht der Ball zurück. Und dann Einsatz wieder Nazarov. Und so treiben sie zumindest die Hanauer Mannschaft zurück. Die jetzt hier andribbeln und Erwin Pfeiffer schnappt sich die Kugel, nimmt dann Feigenspann mit. Der mit dem direkten Pass auf die linke Seite zu Keanu Staude. Abseitsfahne bleibt unten. Staude auf der linken Seite im 1 gegen 1 jetzt. Wird gepresst, mit der Hacke abgelegt zu Wanner. Immer noch Wanner, legt nochmal zurück zu Staude. Schön gespielt von ihm. Staude dann durch die Beine sucht er Nazarov zu finden an der Strafraumkante. Aber das glückt ihm diesmal nicht. Rossmann bleibt stabil gegen Marco Ferrokowski. Da hat er wieder einen trickreichen Versuch gestartet, ihn einfach zu überlupfen. Aber nicht mit ihm. Wenn er es nochmal versucht, tut es, glaube ich, weh. Ja, das kann passieren. Ja, OFC immer noch zu 10. Nazarov noch auf der 6. Ganz interessant, wie er mit seiner
seiner körperlichen Robustheit sozusagen das Spiel auch abhält. Aber der UFC schon im Angriff. Jetzt erstmal auf die rechte Außenbahn. Aber da ist dabei leider auch schon wieder weg. Haben gut verteidigt, gut aufgepasst. Generell, die Hanauer passen hier sehr gut auf. Nächste Chance, Feigenspahn kommt an den Ball. Versucht sich durchzusetzen, na, noch ein bisschen Gestecke. Aber jetzt Irwin Pfeiffer und der war wohl im Abseits. Zumindest sieht das der Linienrichter so. Und damit gibt es dann fast einen Abschlag. Und jetzt gibt es den Wechsel, wenn ich es richtig gesehen habe, Julian Albrecht, ne? Ja, so wie es aussieht, ja, kommt Julian Albrecht jetzt also aufs Feld. Für Jopek kann es nicht mehr weitergehen in diesem Spiel. Wir wünschen ihm natürlich auf diesem Weg ganz, ganz schnelle Besserung. Dass es hoffentlich nur etwas, ja, eine ganz kleine Mini-Geschichte ist. Warten wir es mal ab. Julian Albrecht, also jetzt positionsgetreuer Wechsel, reiht sich neben Leon Müller auf der 6 ein, die beiden Blondschöpfe. Auf der Doppel-6 jetzt und Hanau kommt über die linke Seite. Etwas zu viel Platz hier für meinen Geschmack, aber Feigenspahn eilt mit zurück, setzt dann die Grätsche an, aber der Spieler kommt noch an den Ball. Über die linke Seite, legt nochmal zurück. Und dann kombinieren sie sich hier wirklich schön durchs Zentrum, schließen dann ab und das sah wirklich gut aus. Da haben sie die Offenbacher einfach mal stehen lassen. Dann der Abschluss aber zu weit, rechts am Tor vorbei und das, ja, das ging zu leicht und das sah auch sehr gut aus. Direktpassspiel da durch die Zentrale, das sah schon wirklich gut aus. Schönes Kurzpassspiel. Abschluss dann zum wiederholten Mal. Zum Glück nicht genau genug. Ja, das waren 3 Chancen für Hanau. 0 für den UFC bis jetzt. Das muss man erstmal so weit festhalten. Wie gesagt, Hanau ist da definitiv nicht hinten eingeegelt. Die machen das sehr gut. Vielleicht auch mehr. Immer schwierig jetzt einzuschätzen, wie das in der Saison ist. Aber jetzt sieht erstmal keine Staude bei der Balleroberung. Leon Müller am Ball. Breitenbach. Und erstmal auf Sicherheit wieder nach hinten gebolzt. Und unser Torhüter Nummer 2, sage ich mal, Lukas Becker, artistisch den Ball runtergeholt. Der heutige Kapitän Rossi, Lazarov, eine Achse, die wir vielleicht öfter sehen werden, mit im Versuch, irgendwann Pfeiffer in Szene zu setzen, aber da kam der Keeper dazwischen, muss ziemlich viel riskieren und schießt den Ball ins Seiten aus. Das war ein schöner Chippass von Dima Nazarov, davor auch eine super Bewegung, um sich da den freien Raum zu erarbeiten. Sieht dann, dass Irwin Pfeiffer nach vorne sprintet und wählt den direkten Pass in die Spitze. Fast wäre er da auch noch richtig dran gekommen. Aber Torwart auch mit rausgeeilt. Und dann ist es Nazarov, ja, mit dem Ball zurückgespielt. Aber ein Hanauer spritzt dazwischen. Feigenspahn arbeitet mit nach hinten. Irwin Pfeiffer jetzt positioniert. Und Hanau beruhigt erstmal das Spiel. Spielt hinten rum. Das Ganze in der 12. Minute. 3 gute Chancen schon für Hanau. UFC muss jetzt langsam ins Spiel finden. Gute Ansätze schon gehabt. Eben dieser Pass in die Spitze zu Pfeiffer. Kam aber doch ein Tick zu steil und dann eben Rossmann einfach mal gegen seinen Gegner eingesprungen. Ja, wahnsinnige Sprungkraft von ihm. Gewinnt er dieses Kopfballduell auch schon gegen Aschaffenburg. Ich glaube, 0 Kopfballduelle verloren. Alle gewonnen. Das ist schon wirklich eine Macht da hinten drin. Wenn man aus dem Stand 1,50 Meter hochspringen kann, das ist kein Wunder. Du sagst es. Hanau jetzt über die linke Seite. Spielen schon wieder in die Mitte, ja. Und lassen hier ganz gefällig das Bällchen laufen. Jetzt mal mit einer Verlagerung auf die rechte Seite. Ein guter Pass. Sehe es gerade gar nicht, muss deswegen aufstehen. Und Ferrokowski jetzt auf der rechten Seite am Ball. Wird gestellt von Staude. Und der Kapitän der Hauenauer zieht in die Mitte. Aber Leon Müller ist da, stellt das Bein dazwischen. Und Konterchance für den UFC. Irwin Pfeiffer zusammen mit Nazarov und auch mit Keanu Staude, der jetzt auf der linken Seite hinterläuft. Irwin Pfeiffer macht selbst, schließt dann ab, wird erstmal abgeblockt. Nochmal der Abschluss. Aber schießt dann mit links gegen seine eigene Hacke. Das kann mal passieren. So ein bisschen weggerutscht dabei auch. Trotzdem guter Antritt von ihm. Da musste ich gerade an die Forschung von Ihnen denken. Straßenfußballer, der im Käfig groß geworden ist. Ne? Also es ist ja eine Traumsituation, mit dem Ball auf den Gegner zuzurennen. Und genau das hat er eigentlich auch gut gemacht. Fast das Beste draus gemacht, nur das Tor fehlt. So ist es. Ünal mit dem Rückpass in die Verteidigung. Dann geht's zu Josip Galic, Torhüter. Auf die linke Seite gespielt. Hanau. Weiter Ball in die Spitze. Letztes Jahr in der Hessenliga Platz 8 erreicht. Das Ganze können wir euch erzählen, weil Jörg Grunau, unser Mann für die Recherchen, uns das Ganze schön vorbereitet hat. Vielen, vielen Dank auch nochmal in diesem Zug an ihn. Hanau bleibt im Ballbesitz. Gehen jetzt über die Mittellinie und Diagonalball auf die linke Seite. Beziehungsweise auf die rechte Seite von ihnen, kommt auch an bei Marco Ferrokowski, der jetzt in die Mitte zieht und in den Strafraum chippt, allerdings genau auf den Kopf von Jason Breitenbach, der cool bleibt und dann
auf der 6 Julian Albrecht mitnimmt. Konterchance wieder mal für den OFC. Über Mike Feigenspahn wird jetzt hinterlaufen von Vincent Moreno. Feigenspahn mit der Verlagerung auf die linke Seite. Guter Pass zu Staude mit dem Schuss. Und Staude an den Pfosten. Ansatzlos. Was für ein Volley. Zweiter Ball bei Dima Nazarov mit der Flanke mit links auf den langen Pfosten. Und dann klären sie das gerade so zur Ecke weg. Und das müssen wir uns bitte nochmal anschauen. Ich schaue mal hier an die Regie. Und das war ein absoluter Strich. Tor des Monats wäre das geworden. Ja, hier sehen wir es nochmal. Gleich der Ballgewinn. Ja. Das ist dann doch das falsche Replay gerade. Also bitte seht uns nach. Das ist die neue Software, die wir hier testen. Da wird es noch ein paar Fehlerchen geben. Aber natürlich könnt ihr euch das Ganze auch nochmal bei YouTube in verlangsamter Form anschauen. Diesen Strahler gab es überhaupt keine Rotation im Ball. Der ist so an den Pfosten geklatscht. Also Wahnsinnsschuss. Leider ohne Tor. Ja, wirklich gut gemacht. Ja, traumhaft. Haben uns alle ein bisschen überrascht, aber leider vorbei. Ja, aber da, jetzt kann man mal schauen, wie er die Ecken schießt. Denn er hat sich den Ball gleich zurechtgelegt. Keanu Staude an der Ecke. Von der rechten Seite. Kommt gefällig in den Strafraum, ja, aber erstmal wieder rausgeköpft und wird gemeckert. Das war ein Stürmerfoul und deswegen gibt es einen Freistoß für Hanau. Ja, war das, da war das der Hey-Ruf laut genug, dass der Schiedsrichter ihn gepfiffen hat. Also wieder Körpereinsatz von Maxi Rossmann. Räumt da den Gegner weg. Da steht er wieder. Und es gibt den Freistoß nach Stürmerfoul. Gepfiffen gegen Rossi. Nummer 6 war das. Besmir Haliti. Und Druck von Erwin Pfeiffer zwingt jetzt also die Hanauer zum langen Ball. Vincent Moreno mit dem Kopf dazwischen. Zweiter Ball allerdings bei Hanau, die die Kugel erstmal halten und dann verlagern auf die rechte Seite. Schöner Versuch. Allerdings kommt Marco Ferrokowski da nicht mehr dran. Einwurf OFC. Ja, vielleicht, dass, wenn ihr später zugehört, eingeschaltet habt und erst später zuhört, noch der Hinweis, Björn Nörbeck musste schon in der 6. Minute ungefähr rausgewechselt werden, weil er sich ohne Gegnereinfluss sozusagen verletzt hat. Aber es geht schon mal. Jetzt hat er da, seht ihr mal den Replay eben von dem Schuss von Kanu Staude. Vielleicht sehen wir es gleich nochmal, aber das Spiel läuft schon mal weiter. Einwurf OFC von linken Abwehrseite. Wie gesagt, Björn Nörbeck musste raus, dafür ist Julian Albrecht mit drin. Und ja, Hanau jetzt erstmal wieder am Ball. Oh, Irwin Pfeiffer mit dem Versuch dazwischen zu gehen, gelingt ihm auch, aber leider nicht so, dass es stört und Hanau auf der rechten Seite im Spielaufbau. Und jetzt haben wir erstmal Leon Müller, der den versucht, aber gegen zwei dann doch den Ball verliert. Das ist ein bisschen fahrig, was der OFC da macht. Und der zweite Ball ist häufig beim Hanauer. Und naja, jetzt gibt es erstmal einen Freistoß. Ich würde sagen, fast ein bisschen Revanche für die Grätsche vorher an Julian Müller, der sich auch wehgetan hat. Leon Müller, Entschuldigung, Julian Albrecht, Leon Müller. Zwei ähnliche Namen für mich in meinem kleinen Hirn. Ja, hat sich da echt ein bisschen wehgetan. Da müssen wir jetzt gucken, was das war. Ja, Schiedsrichter checkt das alles gerade nochmal ab, aber bei dem Zweikampf, der dann auch abgepfiffen wurde, hat es da wohl einen Schlag gegeben und jetzt wird ein zweites Mal Jörn Klimper gefordert und muss sich das anschauen. Also das wollen wir alle nicht sehen hier. Gibt's doch gar nicht. Schauen wir mal. Also guckt sich da den Knöchel an von Leon Müller und fragt, ob es weitergeht. Kurzer Hinweis auch nochmal eben von der Regie von Kaspar Lauk. Wir merken selbst, dass die Wiederholungen, die wir einblenden, so ein bisschen hakeln und ruckeln. Selbst können wir uns das nicht erklären gerade, aber wir forschen jetzt danach und schauen mal, ob wir euch dann eine Lösung präsentieren können. Ja, vielleicht noch zwei, drei Worte zum Umfeld. Sehr kickerslastig hier. Ich schätze mal so um die 500 Fans, würde ich so ganz grob, das ist immer schwierig zu schätzen, wir kriegen mal die Zahlen präsentiert, doch recht gut besucht. Es kommen noch immer noch weitere Fans hier an, die sich dann den Mittwochabend noch mit diesem Spiel versüßen wollen. Und während wir das kurz überbrückt haben, sehen wir, dass zumindest er wieder laufen kann, aber noch außerhalb des Platzes natürlich behandelt werden muss. Also, mal gucken. Ja, und da glaube ich, geht es auch nicht weiter für ihn. Hat er Schmerzen am rechten Fuß, rechte Wade. Bin mal gespannt, wen er da jetzt bringen wird. Entweder Christian Derflinger oder Almin Mesanovic, schätze ich mal. Derfi, der ja auch schon öfter mal die 6 gespielt hat. Und da sehen wir nochmal die Wiederholung, wie er sich da verletzt hat. Also rechte Wade, rechtes Sprunggelenk. Ich konnte es nicht ganz erkennen. Also zweiter Sechser, der jetzt hier ausgewechselt werden muss. Bin gespannt, wer dann kommt. Ich glaube, Christian Derflinger, wie schon gerade gesagt, macht sich da jetzt hinterm Tor noch mal kurz warm.
total blöd. Also zwei Verletzungen schon nach gerade mal 17 in zu diesem Zeitpunkt gespielten Minuten. Jetzt sind wir in der 19. Einwurf Hanau von der linken Seite. Und das ist ja einfach blöd, in so Testspielen dann so zwei Verletzte zu haben. Wie gesagt, wir klopfen hier auf Holz, vor uns ein Holztisch, dass das hier schnell wieder geht für die beiden. Vor allem, weil es eben auch zweimal die gleiche Position ist. Das brauchen wir natürlich gar nicht. Insgesamt. Mit Sascha Korb dann auch noch, der die Position auch spielen kann, fehlt der Nächste. Also ist tatsächlich sehr unglücklich. Total, ja, du sagst das. Naja, wir hoffen aufs Beste und hoffen, dass das alles keine langwierigen Sachen sind. Hanau kommt erstmal durch die Zentrale, Doppelpass, aber Dima Nazarov ist mit dem Fuß da und passt auf. Hanau aber schon wieder im Ballbesitz. Auf rechts wird ein Lauf angeboten. Und Hanau jetzt mit dem Originalball. Da kommt er hin, auf die rechte Seite. Muss jetzt gestellt werden von Dominik Wanner, der Mann mit der Nummer 15. Rosa Garcia ist das, Daniel von den beiden. Flanke erstmal rausgeköpft. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Angriff. Hanau über die linke Seite, Abschluss, aber dann weit über das Tor. Keine Gefahr in diesem Fall für Lukas Becker und das OFC-Tor. Und an der Bank gucken sie noch, wann der Fi eingewechselt werden kann. Jetzt zieht er das Leibchen aus und zieht gleich das Trikot an. Kommt dann also gleich aufs Feld. Christian Derflinger, der zweite Wechsel gezwungenermaßen. Nach 20 Minuten. Nicht schön. Und der OFC jetzt mit dem Abschlag nach vorne über die Mittellinie. Versuch, Mike Feigenspan zu finden, aber der muss sich gegen drei durchsetzen. Kann den Ball auch erstmal runterholen und jetzt wahrscheinlich der Versuch, Irwin Pfeiffer zu schicken. Aber nee, er geht durch die Mitte, dreht nochmal ab und tja, Julian Albrecht. Maximilian Rossmann, der natürlich sehr stark unter Druck kam, weil Hintermann kam, das war ein unfairer Pass, ihn so in Szene zu setzen. Und deswegen ist Hanau wieder im Ballbesitz. Die setzt über die rechte Seite versuchen. Und jetzt muss ich kurz zucken, weil ich wieder nicht sehe hier an der Stelle, aber das macht nichts. Ihr seht ja auch was. Und Hanau baut das Spiel über den Torhüter auf und die haben jetzt auch Zeit. Ihr habt es vielleicht gerade gehört, der Trainer hat es reingerufen, denkt dran, wir sind einer weniger. Absolut richtig. Also noch wurde nicht gewechselt. Ja, also taktische Anweisung vom Trainer, wir sind nur zu 10, lasst euch ein bisschen weiterfallen, nicht zu viel pressen. Ist schön bei Testspielen, dass man sowas mal live mitkriegt, wie die Anweisungen sind. Definitiv, immer sehr interessant, wenn man hier so nah an der Trainerbank sitzt. Und jetzt aber die letzten Vorbereitungen von Christian Derflinger. Bei der nächsten Spielunterbrechung bin ich mir sicher, dass er dann noch eingewechselt wird. Nächster langer Ball von Hanau in die Spitze, aber Wanner macht es dann zusammen mit Maxi Rossmann, bügelt das Ganze aus und Lukas Becker mit dem Ball auf die rechte Seite findet Irwin Pfeiffer, setzt sich gut durch gegen zwei, hält die Kugel, spielt dann zurück zu Vincent Moreno, immer wieder mit den dynamischen Vorstößen, macht das sehr gut. Dann der Pass zurück zu Lukas Becker, weiter Ball in die Spitze. Und Marco Ferrokowski, gute Bewegung da auf der rechten Seite, geht vorbei am Gegenspieler Julian Albrecht. Ja, zieht dann. Und Foulspiel. Und es gibt also den Freistoß für Hanau. Und die Möglichkeit für den OFC, jetzt Christian Derflinger aufs Feld zu werfen, der ja mit Sicherheit sich neben Julian Albrecht dann einfinden wird für die Doppel-6. Das Ganze in der 23. Spielminute. Nee, Freistoß kommt jetzt weit auf den zweiten Pfosten, aber Mike Feigenspan sieht das und lässt den einfach cool durchgehen. Bis ins Tor aus. Es gibt also den Abstoß für den UFC und Lukas Becker kurz ausgeführt. Ja, ernüchternd soweit, ernüchternd. Nicht wegen der Leistung des OFCs, sondern wegen den Verletzungen. Drückt ein wenig die Stimmung. Jetzt sind wir aber zumindest wieder auch zu 11. Und das sind Situationen, sag mal so, die Spieler, die wir jetzt reingebracht haben, sind ja nicht schlechter. Christian Derflinger auch von der Bank zu bringen, ist ja auch jetzt nicht verkehrt. Und während ich sage, es ist keine Staude mit dem Ball im Mittelfeld, wechselt man die Seite, geht man nach rechts rüber, sucht da das Zuspiel zu Mike Feigenspan, der jetzt auch einen kleinen Tritt mitbekommt. Und deswegen gibt es Freistoß für den OFC von der rechten Seite. Schnell ausgeführt schon. Schnell ausgeführt. Und Jason Breitenbach findet dann Rossi. Schöne Grüße in diesem Moment übrigens ans Muddins Pub. Schön, dass ihr wieder alle zuschaut. Hiermit ausgerichtet. Und ich hoffe, wir können euch gleich noch ein paar Tore hier liefern. Freistoß kurz ausgeführt, aber Dima Nazarov sollte noch auf die Pfeife warten. Muss den also nochmal wiederholen.
gleiche Variante. Zurückgespielt zu Jason Breitenbach, der im Zwischenraum dann Irwin Pfeiffer sucht und findet, aber er will sich direkt drehen. Verstolpert sich dann so ein bisschen und Hanau holt sich den Ball, aber Vincent Moreno. Sehr schön. Im Gegenpressing holt sich die Kugel und zieht dann auch noch den Freistoß. Also es gibt Freistoß für den UFC auf der rechten Seite. Vielversprechende Position für einen Flankenball, würde ich mal sagen. Und Christian Derflinger hat einen guten linken Fuß, auch einen guten rechten Fuß, aber den macht er, glaube ich, mit links. Ja, ja. Auf jeden Fall kann er gleich zeigen, was er kann, nachdem er gerade eingewechselt wurde. Und ja, ungefähr 20 Meter entfernt von der Torauslinie von der rechten Seite. Wir haben jetzt die 25. Spielminute. Ja, Ball noch nicht freigegeben. Schiedsrichter sortiert sich noch jetzt. Kommt auch als Flankenball hoch rein. Segelt so, dass Torhüter segelt in einem Ball durch und es gibt Ecke. Deswegen, ja. Ja, war noch mit den Fingerspitzen dran. Ist da auf Nummer sicher gegangen. Ich glaube, der wäre nicht dran gegangen. Ja. Ball wäre nicht ins Tor gegangen, aber kommt sehr weit und ist er mit den Fingerspitzen noch dran. Ja, Ecke für den UFC. Eine Sache für Keanu Staude, der sich da die Kugel hingelegt hat. Und der kann die Bälle mit viel Schnitt reinbringen. Boah, immer noch schade, dass er den Volley da nicht reingemacht hat. Das war eine richtig gute Chance. Diese Ecke kommt auf den kurzen Pfosten, wird erstmal rausgeklärt. Erwin Pfeiffer mit dem zweiten Ball. Und dann der weite Ball in die Spitze. Absicherung, Vincent Moreno. Sehr gut gemacht. Und Dima Nazarov nimmt dann Lukas Becker mit. Rossmann. Dominik Wanner. Bisher ein komisches Spiel. Ja. Natürlich mit vielen Unterbrechungen, auch mit Verletzungen, die keiner so vorhergesehen hatte, noch keiner wollte. Und so muss sich die Mannschaft hier immer wieder dran gewöhnen. Natürlich trainieren sie auch jeden Tag miteinander, deswegen kennen sie auch sich gegenseitig schon sehr, sehr gut. Trotzdem, wenn da so Pausen in den Spielen immer ist, da muss man immer wieder erst in den Tritt kommen. Und Hanau auch sehr frecher Gegner, schon mit guten Chancen. Gutem Passspiel auch. Es ist gar nicht so leicht, hier sehr dominant aufzutreten. Lukas Becker mit Julian Albrecht. Der darf jetzt mal die Kugel vorantreiben, ohne gestört zu werden. Albrecht zu Erwin Pfeiffer, der auf der rechten Seite Vincent Moreno mitnimmt. Versucht den Doppelpass mit Pfeiffer, aber bleibt dann hängen am Gegenspieler. Er geht ins Seitenaus, schneller Einwurf. Derflinger hat sich da freigelaufen. Derflinger mit dem Schuss. Und er tickt einen Moment vorher nochmal kurz auf. Links wäre Staude auch noch frei gewesen. Aber den hat er selbst versucht. Warum auch nicht? Er hat einen guten Schuss. Diesmal war da wohl noch eine Kuhle im Platz. Ja, da hört ihr es. Der hat viel mehr Ruhe. Wäre Platz gewesen. Aber jetzt erstmal kurz den Ball nach außen gespielt und gleich wieder Druck auf den ballführenden Verteidiger. Und jetzt Fehlpass. Jetzt muss der Torhüter dazwischen spritzen und den Ball nach vorne schlagen. Aber hat er gut kontrolliert dann doch noch. Und Jason Breitenbach erstmal am Ball. Ja, ist auch irgendwie eine sonderbare Atmosphäre hier, ne? Ich weiß nicht, das Wetter, das Licht irgendwie drückt das alles ein bisschen. Keine Ahnung, ich finde es irgendwie ganz sonderbar gerade. Die Fans auch sehr still, warten hier noch so ein bisschen auf den ersten Kickers-Aufreger, obwohl es den eigentlich schon gab mit diesem Pfostenknaller von Keanu Staude. Aber, naja, guter Ball in den Zwischenraum von Jason Breitenbach jetzt zu Christian Derflinger. Und er hat das Auge auf der linken Seite für Keanu Staude. Muss jetzt ins 1 gegen 1 gehen. Ball noch vor der Torauslinie geklärt. Und dann geht Hanau über die linke Seite. Resolut dazwischen gegangen von Maximilian Rossmann. Und dann ist der Ball auf Kickers Seite. Ein guter Ballgewinn. Das gibt die Szenen Applaus von der Bank. Ballbesitz UFC. Julian Albrecht, Jason Breitenbach, der angelaufen wird und das spürt. Direkt die Bewegung nach vorne sucht. Und dann auf der linken Seite Dominik Wanner findet. Wanner, Flanke aus dem Halbraum in die Spitze zu Feigenspahn. Gibt das Thumbs up von Feigenspahn. Schöne Idee gewesen von Wanner, aber ein bisschen steil war es. Dann doch für ihn, da kommt er nicht mehr ran. Und Hanau mit ruhigem Spielaufbau aus der Defensive heraus. Gut dazwischen gegangen von Albrecht. Schöner Ball jetzt von Feigenspahn auf die rechte Seite. Hat er den noch? Ja, Vincent Moreno holt sich den Ball. Zurückgelegt zu Feigenspahn, der geht ins 1 gegen 1, hat den Ball jetzt auf dem linken Fuß und der Julian Albrecht wird gedrückt, muss verlagern, zusammen mit Christian Derflinger, zusammen mit Jason Breitenbach. Und jetzt
bietet sich Dima Nazarov mal in der Zentrale an. Schönen Ball abgeholt, dann der Ball in die Spitze zu Erwin Pfeiffer. Geiler Ball von ihm. Pfeiffer, Ball auf dem rechten Fuß, setzt seinen Gegner auf den Schoß. Und dann ist der Abschluss von Derflinger. Guter Angriff vom OFC. Abschluss nicht ganz perfekt getroffen, dieser Ball von Derfi. Aber Traumball von Nazarov zu Pfeiffer. Gute Bewegung auch von ihm. Ja, schön durchkombiniert und auch Pfeiffer, das richtig gut gemacht. Das bitte öfters. Ja, jetzt seht ihr das nochmal, Ballername von Erwin Pfeiffer. Sein Gegner setzt sich hin, das hat er, weil ihm die Beine verknotet hat. Aber jetzt schon der nächste Angriff. Feigenspahn schon wieder auf dem Weg zum Tor. Schon im Strafraum, kann jetzt in die Mitte durchstecken, aber setzt ihn noch gegen zwei, gegen drei und dann war der Ball weg. Ja, und es gibt die nächste Ecke für den OFC. Beim dritten war dann Schluss für Mike Feigenspahn, aber holt hier diese Ecke raus. Wieder von der linken Seite. Bin gespannt, ob das hier wieder die kurze Variante wird, beziehungsweise die Variante auf den kurzen Pfosten. Haben wir schon öfter gesehen jetzt hier in dieser Vorbereitung. Schließt sich der 1,50 Meter Springmann nach vorne. Maximilian Rossmann ist wieder im Strafraum aufgetaucht. Ja. Einer hat er schon reingemacht. Im Spiel gegen Dudenhofen hat er einen reingenickt, glaube ich. Warum nicht jetzt auch wieder? Keanu Staude steht bereit, um einen Abnehmer zu finden. Hebt jetzt den rechten Arm. Staude, zwei, drei Schritte Anlauf. Jetzt kommt die Ecke rein auf den langen Pfosten. Volley Nazarov. Oh ja, Doppelpass war das auch so geplant. Keanu Staude, Fahne ist oben. Staude startete dann von der Eckfahne. Deswegen war er im Abseits. Eindeutig, ja. Genau, wenn man noch an der Eckfahne steht, dann steht man schnell im Abseits. Genau, und da hört er den Trainer auch, komm raus. Da habt ihr es genau gehört, komm raus schneller. Also das, was er sonst aus 2000 Kehlen hört, macht der Trainer heute auch. Also der hat dieselben Sicht drauf. Und schon wieder Pressing, Staude versucht an den Ball zu kommen, aber erstmal überlaufen worden und trotzdem Balleroberung erstmal Mittelfeld. Und Julian Albrecht, interessant, dass jetzt Mike Feigenspahn auf einmal auch im linken Mittelfeld auftaucht. Also starke Verlagerung. Aber trotzdem Hanau immer noch am Ball und kombiniert sich gefällig durchs Mittelfeld. Und deswegen muss die OFC-Abwehr jetzt auch viele Meter machen, um das aufzuholen. Und jetzt die Schussmöglichkeit für Hanau. Und ach je, da fällt der Ball Lukas Becker aus der Hand. Der war noch dran, aber das hat nicht gereicht. Und ja, 1-0, eigens zu 0 für Hanau. Im Endeffekt dann ein Eigentor. Viel zu viel Platz dann auf der rechten Seite. Ziehen sie in den Strafraum rein. Jason Breitenbach, der den Fuß reinstellen muss, trifft den Ball dann nicht sauber und überwindet so den eigenen Keeper. 0-1, also aus OFC-Sicht in der 31. Spielminute. Ja, und da sind sie immer mal wieder durchgebrochen über die rechte Seite. Diesmal haben sie dann scharf die Hereingabe gegeben und somit den OFC überwunden. Hast du gesehen, wie der Torschütze war? Achso, nee, warte. In diesem Fall hinfällig. Jason Breitenbach als letztes am Ball gewesen und Lukas Becker im Endeffekt dann machtlos, aber jetzt hier direkt die Motivation, Männer weiter besser ins Spiel finden jetzt. Moreno, Jason Breitenbach, guter Pass zu Ronny Marcos, gute Verlagerung, Max Rossmann, gute Verlagerung, der zieht jetzt einfach mal nach vorne, guter Antritt von ihm, versucht dann Mike Feigenspahn in der Spitze zu finden. Gut nachgesetzt von ihm und Dominik Wanner wird gepresst von hinten und holt zumindest den Einwurf raus für den OFC. Auf der linken Seite muss ich da erstmal langsam berappeln, geht aber weiter für ihn. So ein bisschen in die Leitplanke geräumt worden gerade, aber wird jetzt auch diesen Einwurf direkt ausführen können. Ja, Einwurf, linke Seite, kurz vom 16er, erstmal zurück. Ballbesitz OFC, Nazarov in die Mitte, Jason Breitenbach, verlagert erstmal Derflinger. Jetzt, ja, Druck von Hanau, ja, die Hanauer sind bissig, die haben, zeigen mehr Einsatz. Wie gesagt, man weiß nicht, wer in welcher Phase Vorbereitung ist und was so alles trainiert wurde. Ich habe das Gefühl, die sind irgendwie frischer, sind schneller, gedanklich wäre auch manchmal ein bisschen schneller. Aber jetzt Keanu Staude auf dem Weg zum Tor und Nazarov setzt sich gegen drei durch, noch ein Hackentrick, aber dann ist der Ball auch weg. Und schon wieder schnell umgeschaltet. Guter Versuch, den Ball nach vorne zu spielen, aber jetzt konnte erstmal Breitenbach stören und Julian Albrecht spätestens den Ball erobern. Jason Breitenbach auf dem Weg zum Tor, da kann das auch. Legt er auch nach links auf Wanner. Wanner erstmal abgeblockt. Breitenbach immer nach vorne und jetzt geht der Ball erstmal. Ja, ihr habt es gerade gehört, das Tor eben wurde als Eigentor für Jason Breitenbach gewertet. Ich wollte gerade sagen, Tore schießen kann er. Jetzt hat er schon eins gemacht, allerdings in die falsche Richtung. Und der OFC immer noch einen Ballbesitz versucht, aber kommt nirgendwo so richtig durch, weil Hanau wirklich gut zustellt. Überall ist jemand, der im Weg steht, aber jetzt der nächste Versuch. Schöne Direktabnahme von Nazarov, aber auch der kann vom Keeper entschärft werden. Genau. Ja, guter Weitschuss von Nazarov. Versucht da
den Torwart zu überwinden, aber der war auf dem Posten. Christian Derflinger in der Zentrale wird gestört und vom Ball getrennt. Konterchance für Hanau. Ferokowski dribbelt sich da durch die Zentrale, schließt ab. Boah, der Ball kommt gut, da macht sich Lukas Becker ganz lang. Und es gibt allerdings Abstoß, da war er nicht mehr dran. Schöner Abschluss von Marco Ferokowski, der natürlich alles zeigen will. Das Ganze präsentiert von Homi. Leistungen rund um die Mietverwaltung, WEG-Verwaltung und auch Hausmeister-Service. Und zwar ist das Service mit Herz aufgebaut von Holger Horster und von Michael Axt. Mittlerweile nur noch Holger Horster. Beides übrigens auch langjährige OFC-Partner. Vielen Dank, dass ihr diesen Stream heute übernehmt und unterstützt. Unseren ersten Stream mit vMix, unserer neuen Software. Julian Albrecht zurück zu Jason Breitenbach, der zurück zu Lukas Becker. Und immer wieder pressen sie da vorne schnell drauf. Also das ist ein sehr unangenehmer Gegner. Ich weiß schon, im letzten Jahr war das auch ein sehr zähes Spiel. Rossmann, Diagonalball, versucht. Und Trainerteam fordert hier früheres Stören. Mehr Aggressivität, bin ich mir ziemlich sicher. Na, den Zweikämpfen. Der Flinger zusammen mit Erwin Pfeiffer. Der UFC hält erstmal den Ball. Gut gemacht. Und Breitenbach verteilt mit Rossmann auf die linke Seite. Dominik Wanner, guter erster Touch. Zurück nochmal zu Jason Breitenbach. Der findet in der Zentrale Dima Nazarov, sehr trickreich gemacht. Dann der schöne Pass zu Keanu Staude. Noch ein zweiter links raus zu Dominik Wanner. Flanke noch leicht abgefälscht. Geht dann bis auf die rechte Seite durch. Vincent Moreno. Und Feigenspand geht zu Boden. Gut gemacht von ihm. Aber Hanau schafft es dann erstmal hinten rauszuklären. Und zwar weit und lang. Und das endet oft auf dem Kopf von Max Rossmann. Schöne Aktion von Christian Derflinger. Dann zu Dominik Wanner und zurück zu Max Rossmann. Gute Phase jetzt vom UFC. Nazarov, feiner Ball zu Dominik Wanner. Mann, diese Pässe, die sind so schön. Ein ums andere Mal, aber leider kommt die Hereingabe nicht rein. Und ich glaube, aber eine Ecke holen wir, ne? Ja, da wurde es mindestens von Hanau geblockt und es gibt Ecke, ja. Das ist Ecke Nummer 3 für den UFC. Genau, ja, Nazarov, das ist wirklich, der kann die Bälle gut verteilen, das macht Spaß, ja. Ich glaube, da hat zumindest die Schnauze voll und hat gesagt, jetzt machen wir mal richtig, jetzt fangen wir mal an. Und hat jetzt ein paar richtig gute Szenen gehabt und auch das Zusammenspiel mit Staude gerade, wie die beiden einfach den Ball nach einer kurzen Drehung weiterreichen. Richtig cool gemacht. Und während ich das sage, legt sich Keanu Staude den Ball für die Ecke wieder zurecht. Mal schauen. Interessant auch, dass jetzt Irwin Pfeiffer aus dem Rückraum die Absicherung macht. Hätte ich weiter vorne erobacht, das seht ihr jetzt gerade nicht. Also wir haben auch gerade gehört, dass eine der Kameras schon gefixt wurde. Jetzt kommt der Ball aber rein. Jetzt, oh! Ja, gut, wieso hat er den jetzt? Da war er selber überrascht. Er stand frei vom Tor und der Ball fällt ihm vor die Füße, aber er kann nicht mehr schießen. Ja, also es gibt Einwurf von der rechten Seite für den UFC. War noch ein für Hanau, wollte ich sagen, war keiner mehr dran. Ja, also beim Replay ist, wie gesagt, ein paar Huckel noch, technische Schwierigkeit. Zumindest eine Kamera funktioniert, die andere nicht. Unsere Regie arbeitet dran, auch dieses Problem für euch zu lösen. Nochmal die Entschuldigung beim Testspiel. Wir testen auch ein bisschen Technik heute. Und ein paar Dinge verändern sich. Ihr seht es schon an den eingeblendeten Menüleisten, nenne ich es mal, also oben eine Spielstandanzeige. Wir haben eine neue Software und auch wir müssen das erstmal im Live-Betrieb üben. Also seht es uns nach, wenn es nicht ganz die Qualität hat, die ihr gewohnt seid. Breitenbach, Steilpass auf die rechte Seite zu Erwin Pfeiffer. Etwas zu steil, kommt da nicht mehr dran. Aber jetzt heißt es, schnell zuzustellen. Und hier einen Aufbau des Gegners zu verhindern. Das machen sie auch. Der Flinger holt sich den Ball in der Zentrale, legt dann weiter auf Keanu Staude. Schöne Bewegung von ihm, immer noch Staude. Links rausgelegt zu Wanner. Den Ball auf dem linken Fuß, immer noch Wanner, jetzt mit rechts. Flanke reingesegelt auf den Kopf von der Flinger. Ah, zurück, da hat auch Feigenspan gelauert. Aber dieser Rückpass mit dem Kopf hat dann doch den Keeper erreicht. Schade. Fast schön dazwischen gegangen. Und der UFC schon wieder im Ballbesitz mit Staude, der beackert wird, kriegt das Bein gestellt. Klassisches Foul. Gibt hier den Freistoß und ja, Schiedsrichter, das haben wir jetzt schon zum zweiten Mal gesehen, will jeden Freistoß erstmal freigeben und vor allem auch sicher gehen, dass er an der richtigen Stelle liegt. Jetzt war das der Fall. Auch für den ist es ja ein Testspiel, der muss ja auch üben. Ist okay.
So ist es. Nazarov, schöner Ball, wieder auf Pfeiffer mit dem Kopf in die Mitte gelegt zu Feigenspahn. Schade, Staude. Ferukowski, wieder schnelle, wendige Bewegungen, auch sehr schwer vom Ball zu trennen. Und Hanau, dann von hinten raus, Verlagerung auf die linke Seite. Viel Platz, zurückgelegt. Und dann haben sie das erstmal wieder im Griff dort hinten, die Hanauer. Guter Auftritt von ihnen bisher. Nach gut 39 gespielten Minuten steht sie 1:0 für den Gastgeber aus Hanau. Langer Ball auf die linke Seite, der landet hier fast auf der Technik. Uiuiui, direkt hier an uns vorbei. Ein klassisches, ich hab's kommen sehen. Unser Kameramann Jason hat immer noch einen Schock im Gesicht. Aber weiter geht's mit Einwurf OFC, denn dieser Ball ist zu weit geraten. Ballbesitz also für die Kickers. Dominik Wanner abgeblockt, wieder Einwurf OFC. Wanner zurück zu Jason Breitenbach, OFC im Ballbesitz. Breitenbach trägt die Kugel voran. Jetzt rechts rausgelegt zu Vincent Moreno. Moreno in die Spitze zu Erwin Pfeiffer. Eine Eckfahne, gutes Dribbling von ihm hier gegen zwei und holt die Ecke raus. Also wurde gedoppelt, leichtfüßig dann gemacht und holt hier zumindest den nächsten Standard raus für den OFC. Diesmal von der rechten Seite. Und bin gespannt, wer den jetzt ausführen wird. Vielleicht der viel mit links. Nee, es macht wieder Staude mit rechts hier. Seht ihr jetzt nochmal die Wiederholung. Erwin Pfeiffer gut gemacht, aber dann doch nicht mehr durch die Beine geschafft, den Ball. Das Ganze präsentiert von Homi, ihr Service mit Herz. Aber es macht richtig Spaß, ihm zuzuschauen, ne? Wie er da seine Übersteiger und seine Drehungen macht. Also ja, es ist, wenn er das jetzt in der Liga noch hinkriegt, in die Gegner und das eine oder andere Tor fällt, dann haben wir richtig Spaß an ihm. Absolut, da gebe ich dir recht. Eckball, Staude. Richtung Elfmeterpunkt, Abschluss. Oh, Dima Nazarov, schade. Da ist er vorher nochmal aufgedoppt und Dominik Wanner hat aber bei der Absicherung Zeit. Nimmt dann Dima Nazarov mit. Wird gefoult. Das tut auch ein bisschen weh. Stellt sich aber wieder hin. Und Freistoß. UFC. Osman zu Breitenbach, der zu Christian Derflinger. Mit dem Chip-Pass, die Verlagerung auf die Brust von Maximilian Rossmann. Guter Pass, gute Schärfe, da links raus zu Dominik Wanner. Gegen zwei, findet im Zwischenraum Keanu Staude. Abschluss Staude, schöner Schuss, aber der geht dann knapp über das Tor. Und war der Torwart da nicht mehr dran? Feigenspahn fragt nochmal nach. Ja, hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Schön im Zwischenraum Staude gefunden mit dem Abschluss. Schöne Schlusstechnik und leider dann gerade die Hand nicht mehr im Bild. Aber wir müssen es hinnehmen, dass das hier dann doch ein Abschluss ist und keine Ecke. Super Aktion trotzdem von Wanner und von Staude. Beste Gelegenheit vom OFC, würde ich fast sagen. Ne? Oder der Derfling hatte noch das eine Ding, aber ja, auch wieder so ein Schuss aus dem Nichts. Also das ist eine gewisse Torgefahr, strahlt Staude auf jeden Fall aus. Aber während wir das sagen, ist schon wieder mal wieder leider Hanau über die Nummer 10. Unseren ehemaligen Offenbacher Marco Ferukowski im Einsatz. Und der hatte das letzte Mal die Szene zum Tor auch eingeleitet. Ist mir noch in Erinnerung geblieben. Aber diesmal ist es ja, zum Abschlag für den OFC geführt. Und der ist auch schon wieder im Ballbesitz und ein Staude jetzt mit dem schnellen Ball nach vorne. Aber da wurde er nochmal leicht berührt zumindest. Aber war kein Foul und zumindest keins, was der Schiedsrichter ahndet. Und deswegen Hanau schon wieder schnell umgeschaltet. Schon wieder über die Außenbahn, wieder über die Nummer 10. Und jetzt der Ball erst am Seiten aus. Ja, also Einwurf allerdings für Hanau. Ungefähr 16 Meter vom Torauslinie weg. Und Christian Hock heute auch wieder da. War heute schon viel innerhalb Deutschlands unterwegs. Bei der Manager-Tagung der Regionalliga Südwest. Aber er hat es noch rechtzeitig geschafft zum Testspiel. Und wir sind jetzt nochmal auch eingeblendet. Die Testspielphase. Das ist natürlich auch eine Phase, in der wir vom Fanradio das ganz alte Werk wieder zeigen können. Freie Übertragung, frei empfangbar für jeden von euch auf YouTube. Und das geht eben auch nur durch euren freiwilligen Unterstützerbeitrag. Seit ganz, ganz langer Zeit unterstützt ihr uns hier. Unten sind wir nochmal eingeblendet, der Verwendungszweck Fanradio und Kickers TV und auch unsere Bankverbindung. Einmalig 40 Euro im Jahr, zweimal 20 Euro oder als Dauerauftrag
jeden Monat 3,33 €. Das Ganze natürlich freiwillig, wenn ihr das mögt, was wir hier machen. Dann unterstützt uns gerne weiter. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Und das gewährleistet eben, dass wir wirklich jedes Spiel vom OFC, entweder als Radio oder eben meistens auch mit Bild, für euch in die ganze Welt übertragen können. Vielen, vielen Dank. Erwin Pfeiffer setzt sich gut durch hier gegen zwei auf der rechten Seite. Immer noch Pfeiffer zurückgelegt, kriegt dann nochmal einen mit. Ja, die Fans haben das auch gesehen, aber der Linienrichter anscheinend nicht. Hanau stattdessen im Ballbesitz. Eine gewisse Härte im Spiel von Hanau. Guter Zweikampf von Jürgen Albrecht. Schön abgelaufen, nimmt dann Dominik Wanner auf der linken Seite mit. Findet im Zentrum Christian Derflinger. Doppelpass mit Wanner und dann zurück zu Rossmann. Das ist stabil verteidigt von den OFC-Lern. Von den OFC-Lern, dieses. Vom OFC. Jürgen Albrecht findet im Zwischenraum Erwin Pfeiffer, der wieder zurück zu Jason Breitenbach. Ja, Hanau presst dann immer mit drei Spielern ziemlich hoch. Und Erwin Pfeiffer wird gefoult, gibt den Freistoß für den OFC. Ja, du hast es gerade angesprochen. Wir versuchen jedes Spiel zu übertragen, deswegen brauchen wir einen Schützerbeitrag. Am Wochenende haben wir ja sogar eine Doppelübertragung wieder. Vielleicht magst du schon mal was dazu sagen. Das war jetzt der Programmteaser für dich, das elegante Überspiel, das du sagen kannst, was wir am Wochenende machen. Spiel übertragen, Kasttag. Ja, danke. Vielen Dank. Ja, ja. Sorry, war gerade noch ein bisschen hinterher. Diesen Samstag auch wieder. Um 13 Uhr beim Wiener Ring. Jetzt erstmal Chance, Keanu Staude. Jetzt machst du es aber. Schade. Gehalten. Nachschuss Moreno. Abgelegt zu Derflinger. Und schade. Glanzparade vom Torhüter. Aber um das jetzt doch nochmal zu Ende zu bringen. Ja. Werden wir jetzt hier in die Halbzeit gehen. Merkt es euch. Samstag. Nächste Übertragung. Nächstes Testspiel. 13 Uhr. Und den Tag danach natürlich auch den Kickerstag. Kommt auf jeden Fall alle vorbei ab 12 Uhr hinterm Stadion. Und wir hören uns in 15 Minuten wieder. Bis gleich. Nebelschwaden in Rot-Weiß, das Flutlicht strahlt, der Ball auf dem Anstoß kreist. Und wieder hab ich so ein Gefühl, kann man nicht beschreiben, kann man nicht erklären. Mauern ist zwecklos, Bälle schießen durch die Nacht. Und der Geist vom Biberberg ist wieder erwacht. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. Und wenn der Weg auch steinig ist, gehen wir trotzdem weiter geradeaus. Wir stehen immer wieder auf, wir kämpfen und fighten, wir jubeln und wir schreien. Mauern ist zwecklos, Bälle schießen durch die Nacht und der Geist vom Biberberg ist wieder erwacht. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, olé, dein Feeling ist okay. Wir kämpfen und wir fighten, wir jubeln und wir leiden. Denn du
bist unser OFC. OFC, olé, dein Feeling ist okay. Dann packen wir mit an, die Fans als zwölfter Mann. Denn du bist unser OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. Als ich gestern heimkam, da stand sie nur im Hemd. Bei ihr war Antonio, der Kind aus Genua. Aber ich bin von ihr, bin von Offenbach am Mar. Hurra, hurra, die Hessen, die sind da. Hurra, hurra, von Offenbach am Mar. Die Hunde lassen sie laben und ich da, die bin sie arm. Ich bin von hier, bin von Offenbach am Mar. Unser Mar ist dreckig und die Fisch sind schon ganz krank. Der Nachtdorf steht bei uns daheim als Bohle auf dem Schrank. Unser Mädchen lasse kann von Frankfurt an sich dran. Aber ich bin von hier, bin von Offenbach am Mar. Hurra, hurra, die Hessen, die sind da. Hurra, hurra, von Offenbach am Mar. Die Hunde lassen sie laufen und ich da, die Binne sie an. Bin von hier, bin von Offenbach am Mar. Jeden Samstag renn ich zu den Kickers auf der Bäsch. Wenn die mal verlieren, ist unser Papa übers Wäsch. Die Kickers, die tun rennen und der Stadion brüllt hurra. Ich bin von hier, bin von Offenbach am Mar. Hurra, hurra, die Hesse, die sind da. Hurra, hurra, von Offenbach am Mar. Die Hunde lassen sie laufen und ich da, die Binnen sie an. Ich bin von hier, bin von Offenbach am Mar. Hurra, hurra, die Hesse, die sind da. Hurra, hurra, von Offenbach am Mar. Die Hunde lassen sie laufen und ich da, die Binne sie an. Ich bin von hier, bin von Offenbach am Mar. Hurra, hurra, die Hesse, die sind da. Wenn am Wochenende Stadion brennt, da kommen sie all angerennt. Ob jung, ob alt, ob warm, ob kalt, vom Bash ist dann schalt. Oh, Schorsch, ist das schön. Die Kickers, das ist mein Verein. Für die gebe ich mein linkes Bein. Ärmel hoch und rein, der Ball, schon tobe sie all. Oh, Schorsch, ist das schön. Oh, Schorsch, ist das schön.
So, ihr Lieben, wir gehen kurz raus aus der Halbzeitslide. Wir probieren jetzt noch Kamera 3 aus, was die Replays angeht und gucken, inwiefern das ruckelfrei läuft. Ihr habt das ja vielleicht mitbekommen, wir sind gerade heute mit der neuen Software, testen wir ja auch, ob die verschiedenen Replays für uns einfangbar sind und haben dann festgestellt, dass die Führungskamera, die Replays ruckeln, nicht sauber durchlaufen bei euch im Stream. Bei der ersten Close-Up-Kamera liefen sie sauber durch und jetzt testen wir gerade, ob die zweite Close-Up-Kamera die Replays auch sauber liefert, um den Fehler da weiter eingrenzen zu können. Nur das für euch kurz zur Info. Halbzeitpause dauert aber ohnehin nicht mehr so ewig, da die Spieler auch schon wieder bald zurück aufs Feld kommen. Nebelschwaden in Rot-Weiß, das Flutlicht strahlt, der Ball auf dem Anstoßkreis. Und wieder hab ich so ein Gefühl, kann man nicht beschreiben, kann man nicht erklären. Mauern ist zwecklos. Bälle schießen durch die Nacht und der Geist vom Biberberg ist wieder erwacht. OFC, forever OFC, das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC, das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. Und wenn der Weg auch steinig ist, gehen wir trotzdem weiter geradeaus. Wir stehen immer wieder auf. Wir kämpfen und fighten, wir jubeln und wir schreien. Mauern ist zwecklos, Bälle schießen durch die Nacht und der Geist vom Biberberg ist wieder erwacht. OFC, forever OFC, das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC, das Feeling auf dem Biberberg. So, da sind wir wieder zu den zweiten 45 Minuten. Das war nicht der Anschluss, den ihr gerade gesehen habt, aber es war der neue Kapitän, den ihr gesehen habt. Rossmann ist raus, runter vom Platz. Für ihn kam Dino Kobegovic für die zweite Halbzeit rein und Marcos Alvarez, also der Kapitän, zum ersten Mal im OFC-Dress, jetzt für diese zweite Halbzeit eingewechselt worden.
Er kommt für Erwin Pfeiffer aufs Feld. Das sind die zwei Wechsel, die ich gerade auf Anhieb erkannt habe. Und das sind auch die einzigen bisher. Lukas Becker kriegt heute 90 Minuten im Tor. Auch Breitenbach auf dem Feld geblieben, so wie Moreno und Wanner in der Verteidigung. Albrecht und Derfi als Doppelsechs. Nazarov. Ja, gerne. Und jetzt kriegen wir unseren Interviewgast, Frank Feuerriegel, Vorstand von Hanau 93. Ja, er klimmt jetzt hier die Leiter nach oben und wird sich dann gleich zu uns setzen. Ja, Frank, bitte nimm mir Platz hier auf der linken Seite. Ja, ganze Technik da. Herzlich willkommen, Frank, bei uns im Stream. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir haben noch einen besseren Blick wie sonst. Toll. Waren wir da weiter oben. Erklär uns, wer du bist, was du machst im Verein, seit wann du bei Hanau 93 tätig bist. Ja, mein Name ist Frank Feuerriegel, bin der erste Vorsitzende seit 2017 hier im Verein, habe den Verein in der, ich sag mal, Schieflage übernommen und wir versuchen seit 5, 6 Jahren den Verein nach vorne zu bringen und haben halt in 7 Meilenschritten ist jetzt eine 5. Hessenliga-Saison geschafft. Sehr gut, das hört sich sehr gut an. Letzte Saison auf Platz 8, glaube ich, geschafft, so im sicheren Mittelfeld. Oder war das ein anderes Ziel voraus? Nee, es war ganz klar sicheres Mittelfeld. Und unser Trainer oder unsere sportliche Führung hat eine Philosophie. Wir wollen nach und nach mit jungen Leuten aus der Region aufrüsten und dementsprechend dann uns weiterentwickeln. Ne? Spieler performen. Die Nummer 28 ist zum Beispiel ein Spieler, der gerade hier vorne ist. Das ist einer, Timothy Senn, ne? Sehr schön. Ja, Hanau 93 hat ja schon immer einen Namen als ältester hessischer Fußballclub. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe, den Verein zu repräsentieren. Da ist ja so ein heutiges Spiel natürlich auch sehr gut für, ne? Gut, wir sind ja, wie für alle bekannt, Gründungsmitglied des DFB. Gibt es ja auch nicht mehr so viele. Und wie gesagt, wir sind halt dabei, den Namen wieder nach vorne zu bringen. Und es geht halt nur um Jahr für Jahr, um wieder an die alten Zeiten heranzukommen. Wir haben ein ausgeglichenes Punkteverhältnis gegenüber Bayern München, das sollte man auch wissen. Ja, das ist in 50er, 60er Jahren passiert, also auch das ist ein Thema, was für Hanau 93 spricht. Sehr stark, das habe ich auch nicht gewusst, also ein absolutes Hanau-Lexikon hier links neben mir. Ja, vielen Dank auch natürlich auch nochmal an den ganzen Verein, dass ihr uns das hier so schön präpariert habt auch wieder. Ich glaube, es wurden extra sogar Kabel verlegt, aus dem letzten Jahr hat man so ein bisschen gelernt, da haben wir einige Meter Kabel gezogen und jetzt war das sogar hier schon veranlasst. Ich habe mit Roland Jäger darüber gesprochen, auch etwas länger, also viel vorbereitet. Vielen Dank in diesem Sinn natürlich und ich hoffe, ihr habt heute mit den vielen Zuschauern auch ein paar Einnahmen. Nein, nee, wir bedanken uns bei allen Kickers-Fans, die gekommen sind und wir hoffen, dass sie sich hier wohlfühlen, dass sie heute ein schönes Spiel sehen für sich und wir freuen uns, dass wir sie hier bewirten und begrüßen dürfen. Gefährliche Hereingabe jetzt von Marco Ferukowski, den kennen wir auch noch gut aus OFC-Zeiten, schon länger jetzt auch bei Hanau unterwegs. Ja, zweite Saison und man muss dazu sagen, der Marco ist ein toller Spieler, also ich sage immer diese Leichtigkeit und er spielt halt auf einer Position, die für jeden Gegenspieler immer gefährlich ist, weil er ein Linksfuß ist und spielt auf der rechten Seite. Ne? Wird euer Trainer auch erkannt haben wahrscheinlich. Ja. Immer Arjen Robben-mäßig reinziehen und Abschluss suchen. Immer sehr gefährlich. Jetzt steht er da bei der Ecke. Gucken wir mal, auf den kurzen Pfosten gezogen. Tückischer Aufsetzer, aber Dominik Wanner ist erstmal dazwischen. Und ja, man führt hier auch mit 1-0. Also wird einiges abverlangt. Eigentor. Gut, ein Eigentor kann niemand ändern. Das passiert immer mal wieder. Aber sicherlich ein guter Gegner, der uns auch mal, das war unserem Trainer auch wichtig, auch mal ein bisschen an die Grenzen bringen kann, auch im Defensivverhalten. Mal schauen, wie es da so läuft. Und definitiv ein guter Test. Wie geht ihr in die nächste Saison? Soll es dann ein Platz höher sein? Soll es wieder das Mittelfeld sein? Soll man, wie du sagtest, langsam aber sicher aufbauen? Na, wir möchten wieder so im Mittelfeld landen, weil die Hessenliga ist sehr ausgeglichen. Sie ist sehr stark in der Spitze. Und auch der 6. und 7. muss einen guten Fußball spielen und da wollen wir wenigstens auch dabei sein. Ne? Alles klar. Ja, dann dabei sehr viel Erfolg. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag heute mit dem OFC und vielleicht, ja, mal gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ich wünsche mir natürlich noch mindestens 2 Tore für meine Mannschaft. Aber vielen Dank, dass du da warst, Frank Feuerriegel, und viel Erfolg für alle kommenden Saisons. Alles klar, vielen Dank und nochmal einen schönen Tag heute. Ne? Dankeschön. Ja, das war Frank Feuerriegel. Vorstand, erster Vorsitzender des ersten Hanauer FC 1893 vom ältesten Fußballclub Hessens.
Und jetzt begrüße ich auch Björn Marz wieder links neben mir. Schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo. Wir haben nicht arg viel verpasst, außer engagierte Angriffe der Hanauer, die er aber jetzt auch in dem Fall wieder ins Seiten aus, ins Tor aussiegelt. Ja, die Flanke, die ging dann doch etwas zu weit am langen Pfosten vorbei. Und deswegen gibt es den Abstoß für die Kickers. Lukas Becker, der, wie gesagt, jetzt höre ich sie gerade nochmal. Auch Frank Feuerregel wird versuchen, eventuell zum Spiel gegen die Stuttgarter Kickers zu kommen. Da können wir ihn begrüßen. Achtung, OFC mit Problemen da gerade in der Defensive. Müssen jetzt hier wieder die Kontrolle finden. Der Flinger gut rechts rausgespielt zu Vincent Moreno, der im Doppelpass mit Marcos Alvarez. Wieder zu Derflinger, schöner Chippass zu Marcos Alvarez, Vincent Moreno hinterläuft und Alvarez kriegt von hinten einen mit, aber findet erstmal Mike Feigenspann auf der rechten Seite mit der Flanke, hui, geht aber lang auf die linke Seite, findet aber Keanu Staude, wieder mal in 1 gegen 1, schönes Dribbling von ihm, immer noch Staude, bleibt dann aber doch hängen und kommt nicht durch gegen seinen Gegenspieler, gut nachgesetzt allerdings auch hier von Dominik Wanner mit Keanu Staude zusammen, aber Hanau schafft es dann irgendwie, sich hinten rauszuspielen. Das war gut gemacht von ihnen und jetzt läuft der Konter über die rechte Seite. Ferukowski zieht in die Mitte und sucht dann ja, Philipp Panzer da vorne im Sturm. Gut aufgepasst von Lukas Becker, der da herauseilt. Spielaufbau OFC, Dominik Wanner. Zurück zu Dino Kobegovic, der eingewechselt wurde. Und Jason Breitenbach wieder zu Dino Kobegovic. Natürlich auch immer wieder Spielpraxis sammeln muss. Gut rübergechippt jetzt zu Jason Breitenbach. Und Breitenbach langsam über die Mittellinie. Findet dann Dima Nazarov im Halbraum. Doppelpass mit Marcos Alvarez. Links rausgelegt der Ball. Ein Tick zu schwach gespielt, dieser Pass zu Dominik Wanner. Da kommt er nicht mehr dran. Aber trotzdem guter Ansatz hier zusammen mit Marcos Alvarez. Links sollte er rausgehen, da war auch viel Platz. Doppelbesetzung da auf der linken Seite. Aber der Pass hätte 1 km/h schneller sein müssen. Dann wäre Dominik Wanner da auf und davon gewesen. OFC drauf und dran, hier wieder die Kontrolle zu übernehmen. Genau, Einwurf OFC von der linken Seite. Und erstmal Staude mit der Abnahme. Drehung. Und dann ist der Ball weg und Hanau kann jetzt umschalten. Aber gut aufgepasst von Kopirovic war das, meine ich, ja. Genau, und OFC jetzt den nächsten Versuch. Feigenspann positioniert sich, kommt auch an den Ball und ach, bleibt hängen, freistehen vom Keeper. Und er hat eine Reaktion gezeigt und den Ball noch abgefangen. Das war jetzt auch eine riesige Chance für den OFC. War das ein geiler Pass von Marcos Alvarez, wie er den da durchgesteckt hat und sieht, dass Feigenspann den Lauf annimmt. Das war hervorragend gespielt. Schade, dass Feige den da nicht wegmachen konnte. Nächster Angriff über Nazarov, wieder suchen sie Feigenspahn, diesmal kommt er nicht an. Das war schön gespielt. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Alvarez dann aus dem Stand, schön in den Lauf von Feigenspahn und der Torwart macht sich zu groß. Deswegen geht er dann nicht rein. Und Ballgewinn wieder OFC. Die Chance eben bei der 53. Feigenspahn. Und Derfi jetzt auf der linken Seite hat sich da mal rausfallen lassen. Spielt zurück zu Dino Kobegovic und der ja, über Lukas Becker Spielverlagerung wieder OFC in Richtung rechte Seite. Jason Breitenbach in die Mitte zu Julian Albrecht, der wieder zu Breitenbach. Da hört ihr es, Keanu weg von der Kette, vorne zu viel Mann. OFC stand mit einer Viererkette vor der Abwehrkette von den Hanauern sehr offensiv. Ja, aber immer noch Ballbesitz OFC und jetzt der Versuch erstmal den Ball nach vorne zu schlagen, das gelingt auch und direkt am 16er, aber noch immer am Ball zurückgelegt und die nächste Chance für Feigenspahn und wieder pariert, aber immer noch der OFC im Ballbesitz, keine Staude mit der nächsten Eroberung und ja, OFC noch im Ballbesitz, jetzt können wir versuchen den nächsten Angriff aufzubauen, linke Seite Dominik Wanner, jetzt sieht er nochmal die Chance, während Wanner den Ball hinspielt, setzt sich durch und Feigenspahn eigentlich vieles richtig gemacht, aber der Keeper mit der Hand dazwischen. Ja, Glanzparade. Die Katze im Tor, du sagst es, Glanzparade da vom Torhüter. Zweites Mal Aluminium in diesem Spiel. Zweites Mal Alu. Pech für den OFC. In der ersten Halbzeit war es Keanu Staude, in der 15. glaube ich war es, wo er den Pfosten trifft. Eben Feigenspahn nach sehr schönem Angriff über die rechte Seite. Ja, der OFC spielt sich
nach hinten raus, spielt dann den Ball auch raus, Jason Breitenbach. Da hat der Gegenspieler von Dino Kobegovic entweder noch einen mitbekommen oder er hat sich vertreten, hab's nicht ganz richtig gesehen. Hast du es bisher erkennen können? Also ich würde sagen, er ist ohne Gegeneinwirkung einfach quasi schmerzhaft zusammengebrochen, weil Kobegovic war eigentlich schon einen Schritt weg. Aber gut, bis der Schmerz dann im Kopf ankommt, kann es natürlich auch den Schritt gedauert haben. Auf jeden Fall scheint es weiterzugehen. Ja, muss nicht behandelt werden. Das freut mich sehr. Das wünsche ich keinem. Das war Philipp Panscher, der Hühne vorne im Sturm. Jetzt wieder mal einen Schuss von Feigenspar. Das ist eine Glanzparade. Schade. Der hätte auch ganz gerne mal im Tor zappeln können. Mittlerweile wäre es verdient hier der Treffer vom OFC. Noch steht es 0:1 aus Kickers Sicht. Und Dino Kobegovic mit dem Ball am Fuß. Jetzt schauen wir mal, wer löst sich da vorne vom Gegner. Julian Albrecht übernimmt mal die Rolle des Liberos zwischen den beiden Innenverteidigern. Wanner nach vorne gespielt in Richtung Keanu Staude. Staude schafft das dann auch, den Ball zu behaupten. Gut, dass er damit hintergeht. Und dann muss der OFC wieder verlagern. Diesmal über die rechte Seite. Guter Ball von Lukas Becker zu Jason Breitenbach. Der findet im Zentrum Derflinger. Abgelegt zu Julian Albrecht. Das war erstmal schnell gespielt. Gut nach vorne kombiniert. Wanner. Zurück zu Julian Albrecht. Verlagerung wieder vom OFC. Tino Kobegovic dribbelt an. Legt dann ab auf Julian Albrecht. Und der findet im Zwischenraum Dominik Wanner. Alvarez. Chippass über rechts zu Vincent Moreno. Hereingabe. Mann. Wird aber geblockt von einem Hanauer Kopf. Und Vincent Moreno muss zurückeilen, macht das dann super mit einem Sprint. Das gibt Szenenapplaus von den Fans und auch von der ganzen Spielerbank. Super Einsatz da von Vincent Moreno. Und Staude zurück zu Kobegovic, der findet im Zentrum Julian Albrecht, abgelegt zu Jason Breitenbach. Der rechts raus zu Moreno. Und ich muss mal wieder aufstehen und mich wie eine Elfe hier lang bewegen. Ja, genau. Also die Elfe steht jetzt bedrohlich neben mir. Aber erstmal die Spielverlagerung nach links, weit nach außen, kam gut an. Auf Wanner, der kann jetzt nochmal den Ball, ja, muss erstmal wieder ausbremsen. Versucht das Dribbling 1:1 gegen Gegenspieler, der bleibt aber noch stehen. Und deswegen erstmal Rückpass Kubejogovic, der jetzt ein paar Schritte geht, nach vorne spielt. Und Staude leider den Ball nicht bekommt. Deswegen hört das jetzt schon, der Trainer sagt, abbrechen, verlagern, hinten absichern. Und genau das müssen sie jetzt auch tun, denn Hanau ist schon wieder im Angriff. Und es gab jetzt einen kleinen Schubser, der nicht geahndet wird. Deswegen ist der OFC im Ballbesitz. Und die Elf übernimmt wieder. Ball weggespitzelt da von Dominik Wanner. Gut gemacht von ihm. Und OFC im Ballbesitz mit Dima Nazarov. Muss erstmal zurückspielen. Guter Lauf angeboten da vorne. Und der OFC im Ballbesitz und mit der nächsten Verlagerung. Breitenbach und Dino Kobegovic. Links raus zu Dominik Wanner. Doppelpass mit Keanu Staude. Der Flinger kommt noch mit rein. Legt dann weiter in die Spitze. So, Dominik Wanner, schön gespielt vom OFC. Wanner an der Grundlinie mit der Hereingabe. Abpraller landet bei Marcos. Alvarez, Abschluss Keanu Staude. Und noch eine Glanztat vom Keeper. Was holt der denn da alles raus? Das gibt's ja gar nicht. Also Josip Galic mit dem Tag seines Lebens hier gefühlt. Starker Abschluss von Keanu Staude, der in Szene gesetzt wurde von Marcos Alvarez. Hier sehen wir es nochmal, präsentiert von Homi. Oder ist jetzt gerade das falsche Replay? Pardon, das war der, genau, der war der gute Zweikampf von Moreno. Gleich geht es hier erstmal weiter mit einer Ecke. Und das war wirklich eine Glanztat. Er hätte es wirklich schon 3 Tore für den OFC geben können. Und das ist, was der hier hält. Genau, ja, war gut in die Ecke eigentlich geschossen und dieser Eckball landet in den Armen vom Torwart. Aber ja, wir liefern die Wiederholung gleich noch nach. Suchen sie jetzt hier gerade noch in unseren Files. Und sehen erstmal, dass Hanau kontert mit Ferukowski. Scharfe Hereingabe, aber Breitenbach ist schon wieder hinten und geht dazwischen. OFC im Ballbesitz. Guter Ballgewinn von den Kickers. Und Christian Derflinger trägt die Kugel voran. Marcos Alvarez. So, ja, zurück zu Derflinger versucht. Hanau im Zwischenraum. Das bietet Platz. Und Vincent Moreno gewinnt mal wieder. Das Laufduell wird dann aus dem Weg geräumt. Naja, das ist ein Foulspiel, ganz klar. Und dann nutzt Hanau die Chance hier zu wechseln. Immer mit der Nummer 7 kommt rein. Das ist Luftrim. Kodraliu. Ja. Und dann gibt es
Freistoß für den UFC nach diesem Foul an Vincent Moreno. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Hanno noch wechseln will in dieser Sekunde. Ja, so ist es auch. Habe jetzt gerade nicht die Nummer erkannt, wer da vom Platz ging. Ich denke mal, es war Ivan Samardzic. Und Luftrim Kodraliu kommt also aufs Feld. Hier sehen wir nochmal das Replay von der Chance von eben. Also gut abgelegt von Marcos Alvarez und dann der stramme Schuss. Und da ist er wirklich wieder unten wie eine Katze. Lenkt das Ding da irgendwie um den Pfosten zur Ecke. Das ist schon Wahnsinn. Also wir müssen weiter dranbleiben und hier dieses Tor erzielen. Das haben wir uns wirklich verdient jetzt hier nach diesen Chancen. Absolut, ja. Nach dem Spielstand ist es mehr als gerechtfertigt. Wobei Hanau nach wie vor gut spielt. Also muss man fairerweise auch sagen, die halten gut mit, die spielen gut mit. Und jetzt aber nächster Angriff. Kanu Staude mit dem Ball im Mittelfeld. Erstmal nach außen gespielt. Mike Feigenspahn jetzt an der rechten Strafraumkante. Flanke wieder in die Mitte rein. Alvarez und oh, wieder gehalten. Unfassbar. Es gibt's doch gar nicht, was der Torwart hier hält. Dann werde ich ja schon fast sauer. Ja, unverschämt. Böser Blick jetzt hier an den Trainer von Hanau von mir. Also Wahnsinn. Was eine Flanke hier. Super Flanke von Feigenspahn. Finde den Kopf von Marcos Alvarez mit dem Aufsetzer. Da ist er schon wieder im Weg. Also Wahnsinn, was der hier alles hält. Das ist schon wirklich unfassbar. Chance von Alvarez davor, ein paar Minuten davor. Majestätsbeleidigung, ne? Ja, schon wirklich Majestätsbeleidigung. Und Eckball jetzt von Alvarez. Kurzer Pfosten. Zweiter Ball landet wieder bei Alvarez mit der nächsten Flanke auf den langen Pfosten. Und er kommt irgendwie durch. Und dann geht es zur nächsten Ecke. Also die Chancen häufen sich jetzt für den UFC und irgendwann muss es passieren. Noch ist der Torwart unüberwindbar, wie schon im letzten Spiel gegen Aschaffenburg. Aschaffenburg, so heißt es richtig. Ja, Alvarez ist so ein Spieler, ne? Immer wenn man dabei kommt, hat man das Gefühl, es passiert was Geiles und meistens passiert auch was Geiles. Ne? So ist es. Also Alvarez mit enormem Spielwitz, extra eine klasse Kreativität mit drin. Das ist schon wirklich gut. Und jetzt bei der etwas bräunlichen Ecke. Da seht ihr den Herrn. Ja. Jetzt die Flanke, Dino Kobegovic bringt den Ball nochmal rein, Breitenbach, Abschluss, noch ein Abschluss, Feigenspahn, aber immer wieder geblockt und dann mit der Picke hinten rausgeklärt. Zweiter Ball ist bei Hanau, aber dann UFC mit drei Mann dazwischen, Ball wieder weg, Achtung, Ferukowski blind links rausgespielt und der Flinger muss zurückarbeiten, aber dann ist Julian Albrecht da nach dem Pass in die Mitte und radiert hier diese Chance wieder weg. Gibt also wieder Ballbesitz. UFC jetzt wieder dran arbeiten werden, da vorne zu einer Chance zu kommen und irgendwann muss es passieren. Ja, und Derfling hat auch gerade vom Trainer nochmal Hinweis bekommen, Zweikampf verhalten und hat auch danach richtig gebissen. Hat gesehen, dass er den Ball zurückholen wollte. Also der Trainer ist auch sehr engagiert. Dem gefällt auch noch nicht alles, aber jetzt guter Pass auf Feigenspahn, nicht im Abseits. In der Mitte wäre Alvarez wieder frei, der kommt nicht an den Ball, aber dafür... Oh. Ah, wer war das? Nazarov war das, aus der zweiten Reihe schön Rückraum gelegt, diesen Ball. Hatte da viel Platz zum Abschluss. Ball hat ein bisschen gehoppelt auch, trifft er trotzdem ganz gut. Und dann geht er knapp links vorbei. Das Ganze präsentiert von Homie Service mit Herz. Da seht ihr es nochmal, knapp links vorbei. Gut vorgetragener Angriff wieder vom UFC. Schöner Pass davor von Vincent Moreno auf Mike Feigenspahn. Heute wieder sehr auffällig, wird jetzt aber ausgewechselt und Jan Urbich kommt aufs Feld. Und dann zischt dieser Ball hier knapp links am Tor vorbei. Ich glaube, da wäre sogar Galic geschlagen gewesen. Ja, war halt dummerweise nicht drin, ne? Aber, aber ja. Wäre, Fahrrad wäre. Genau, jetzt sehen wir erstmal Jan Urbich. Freut mich auch sehr drauf. Und Mike Feigenspahn, den ganzen Testspiel, hat einen sehr guten Eindruck gemacht, finde ich. Kein Vergleich mit letzter Saison. Und ja, jetzt erstmal wieder Albrecht auf Derflinger. Ball gesichert. Breitenbach, Albrecht. Im Sonnenuntergang langsam. Jetzt brauchen wir wirklich langsam Flutlicht. Mal gucken. Kobegovic, Zug nach vorne, aber oh, jetzt, wen hat er da gelegt? Da ist jetzt gerade Staude hingefallen. Aber weiter geht's. Kurz schütteln, aber schöner langer Ball auf Wanner, der allerdings nur zum Einwurf für den UFC führt, immerhin. Genau, so ist es. Da gehen sie gerade noch dazwischen. Gibt also Einwurf UFC. Dominik Wanner holt sich jetzt da hinten aus dem Hanauer Buschland die Kugel ab. Und wird den Einwurf gleich ausführen. Das Ganze in der 64. Minute, also in der zweiten hat schon so viel passiert. Ich habe das Gefühl, wir sind in der 80. Aber haben noch genug Zeit hier, das Spiel irgendwie noch zu drehen. Dominik Wanner mit dem Einwurf. Jetzt hat sich Staude freigelaufen. Guter Ball von Staude auf Jason Breitenbach, hat viel Platz. Ja, nochmal gespielt zu Urbich, schön mit der Hacke weitergeleitet. Nochmal Urbich mit dem Abschluss, schade.
Und er schießt auch gerne mal aus jeder Lage. Diesmal zischt er dann knapp oben rechts am Winkel vorbei. Ja, aber es bleibt festzuhalten, momentan ist es eigentlich die einzige spielende Mannschaft der OFC. Also nicht, weil Hanau schlechter geworden ist, aber deren Angriffe gehen doch werden recht schon unterbunden. Und der OFC baut Chance an Chance auf, aber noch ohne den Erfolg. Noch trennt man dem eigenen Tor von Jason Breitenbach hinterher. Wobei das Tor tatsächlich auch erzwungen war, muss man fairerweise auch sagen. Das war jetzt kein dummes Eigentor oder so, was passiert. Ja, jetzt erstmal langer Abschlag. Hanau von einem Mann, der bis jetzt alle Bälle gehalten hat. Und ja, Hanau holt den Ball auch. Tiefstehende Sonne, genau. Der OFC muss jetzt gegen die tiefstehende Sonne spielen. Das sieht man auch, wie die Spieler jetzt da ein bisschen drauf aufpassen. Alvarez, ah, schade. Da wollte er durchspitzen, wäre fast gelungen, aber war einen halben Schritt zu spät. Aber schon wieder Ballbesitz OFC. Kobekovic, sehen Applaus von Elfe Schnelker heute. Und wieder über die Innenverteidigung jetzt erstmal Ballbesitz OFC. Zu unserem Keeper zurück. Albrecht. Ich bin ja am Spitznamen sammeln. Ey. Lukas Becker, pardon, angespielt von Christian Derflinger. Der findet dann Keanu Staude mit einer super Bewegung. Dima Nazarov mit rechts in die Mitte zu Alvarez. Und der schön rechts weiter raus auf Vincent Moreno. Direkt und schnörkellos durch die Mitte gespielt. Moreno zurückgelegt. Nochmal zu Derflinger. Viel Platz jetzt für eine Flanke. Die kommt butterweich wieder gehalten. Fallrückzieher Marcos Alvarez. Und das gibt hier Szenenapplaus. Geil gespielt. Richtig schöner Versuch per Fallrückzieher da von Marcos Alvarez. Jetzt sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Schöne Flanke von Derflinger. Und dann schau mal, langes Bein in die Spitze. Und wieder steht Galic genau richtig und fährt die Kugel hier ab. Also langsam ist es wirklich zum Haare raufen. Chancenwucher hier für den OFC schon. Aber noch fällt das Tor nicht. Und jetzt müssen sie rückwärts aufpassen. Ferukowski zieht in die Mitte, legt ab. Noch eins weiter links, das ist Sen, wird aber gut beackert von Jan Urbich. Weiter Hanau im Ballbesitz und links auf einmal viel Platz für eine mögliche Flanke. Gehen da bis zur Grundlinie, aber dann ist Kino Kobegovic da, steht dazwischen und kann erstmal klären. Alvarez, geile Aktion wieder von ihm. Also das macht wirklich Spaß hier, ihn spielen zu sehen. Wird dann gefoult und das gibt hier auch mal die gelbe Karte. Also wirklich, Szenenapplaus, das brauchen wir bitte auch nochmal in der Wiederholung. Ich schaue mal gerade nach links. Ja, die Regie arbeitet dran, dass wir die Aktion hier nochmal sehen. Das Ganze präsentiert von Homi. Ja. Der Pass nach links. Nee, der davor war die Aktion. Vielleicht finden wir es nochmal. Wir schauen mal, ob wir es nochmal finden, die Aktion, die es halt gegen zwei beide ins Leere laufen lässt, weil er den Ball einfach hochchippt. Das war schon wirklich gut gemacht. Und jetzt gibt es hier den Spielerwechsel, Dima Nazarov. 67 Minuten hat er gespielt, nachdem ihn ja etwas länger noch eine Sprunggelenksverletzung ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Heute wieder auf dem Feld gewesen. Vor allem in der ersten Halbzeit schöne Pässe auch gespielt. Jetzt für ihn also Feierabend und Almin Mesanovic kommt auf den Platz. Mann, also das macht schon wirklich Spaß, ja, so zu gucken, ja, wenn jetzt die Tore noch fallen würden. Ja. Ich meine, nach wie vor auch immer wieder der Spruch, den ich jedes Mal sage, das ist ein Testspiel, ist eigentlich völlig wurscht, wie es heute ausgeht. Es gibt natürlich Ausschluss darüber, wie die Vorbereitung ist, aber jetzt kam ein Hinweis, gab es jetzt die Szene nochmal? Nee, noch nicht. Okay, jetzt erstmal abseits war das, glaube ich, ne? Ich habe gerade weggeschaut. Auf jeden Fall Ballbesitz. Hanau, ja, also es ist immer noch ein Testspiel, deswegen sollte man hier nichts, weder gute Leistung noch schlechte Leistung überbewerten, aber wenn das in der Saison dieser Spielwitz erhalten bleibt, dann haben wir sehr viel, worauf wir uns freuen können. Und na, OFC doch mit der Balleroberung, genau. Mesanovic, aber erstmal Fehlpass. Derflinger kämpft bald zurück, aber dann ist Hanau wieder dazwischen. Und jetzt muss er gucken, Jason Breitenbach oder geht Hanau vorbei? Breitenbach ist erstmal mit dem Fuß dazwischen, aber immer noch klebt er am Ball und kann seinen Gegenspieler in Szene setzen, Strafraumkante. OFC steht eigentlich gut und der Ball geht rechts am Tor vorbei. Auch eine gute Chance gewesen von Hanau. Echt gute Chance. Wieder war es Ferukowski, der da das kurze Eck anpeilt. Aber nur das Außennetz getroffen, das war schon sehr knapp. Erste Chance für Hanau seit einer halben Stunde, würde ich jetzt mal sagen. Weiter geht's mit Breitenbach und mit Jan Urbich. Zurückgelegt zu Christian Derflinger. Gut, da sein Gegner auch abgeschirmt. Oder den Ball abgeschirmt, besser gesagt. Sein Gegner von sich ferngehalten, Jan Urbich. Nochmal
Nach hinten gespielt, Jason Breitenbach mit dem Auge, ja, für die rechte Seite. Abpraller landet bei Almi Mesanovic, in die Spitze gespielt zu Vincent Moreno. Rein, Gabe kommt etwas lang. Da kommt er nicht mehr dran, aber Staude hat den Ball noch vor der Grundlinie. Legt zurück zu Julian Albrecht. Und ganz zurück zu Dino Kobegovic. Ja, gute Hereingabe, eigentlich ein bisschen zu steil gewesen für Alba. Kam man nicht mehr ganz dran. Ich bin hier gerade völlig überflutet von den taktischen Anweisungen der beiden Trainer. Wir stehen genau in der Mitte zwischen den beiden, 4 Meter links und rechts steht einer. Und beide heftig am Dirigieren der Mannschaften. Das ist quasi eine perfekte Weiterbildung im Fußballtaktik, die wir hier gerade genießen können. Deswegen auch ein wenig verwirrt, was hier gerade passiert. Aber es macht sehr viel Spaß. Definitiv. Dino Kobegovic geht hier gerade in das Sprintduell und gewinnt dieses auch gegen seinen Gegenspieler. Und Spielaufbau OFC. Deflinger zu Dino Kobegovic, der links raus zu Vincent Moreno. Ne, Wanner war das, pardon. Vincent Moreno ist ja hier genau vor mir, der kriegt jetzt den Ball. Moreno erstmal in die Mitte gezogen, auf Alvarez zurück. Der geht wieder durch, zwei durch, zieht das nächste Foul. Und es gibt Freistoß, OFC. Und jetzt haben wir auch die Aktion von Alvarez von vor ein paar Minuten, wo er den Ball bekommt und dann einfach zack, das Schlupfloch sucht und findet mit einem kleinen Chip. Das war wirklich stark gemacht. Vielen Dank an die Regie, dass ihr gesucht habt und gefunden habt. Diagonalball auf die linke Seite von Dino Kobegovic kommt nicht an. Geht dann ein bisschen Seiten aus. Vielleicht nochmal der Hinweis, weswegen wir heute vielleicht etwas ungewöhnlich spielen. Leider direkt 2 Verletzungen. 6 Minuten Björn Jopek muss verletzt ausgewechselt werden und Leon Müller. Diesmal war es richtig, genau. Leon Müller musste dann auch, ich weiß gar nicht mehr wann, 30 Minuten, 25 Minuten, 18 Minuten, leider 18 Minuten, glaube ich, ne? Auch schon ausgewechselt werden. Also wir mussten in den ersten 20 Minuten schon 2 Defensivspieler austauschen. Deswegen, Dominik Wanner ja auch schon verletzungsbedingt wegen Ronny Marcos unter anderem, auch auf der Außenverteidigerposition. Also heute alles ein bisschen anders. Aber auch das muss man ja trainieren und üben. Nur falls euch wundert, wenn man später eingeschaltet habt. Genau, so ist das. Vielen Dank, dass du das nochmal aufrollst. So sind alle top informiert. Und es gibt einen nächsten Wechsel bei Hanau. Ja, Lukas Becker bräuchte vielleicht mal seine Kamera. Ja. Ja, Lukas Becker hat wirklich eine ganz tief stehende Sonne. Gleich, wenn die Kamera nochmal wechselt, seht ihr es dann an den Schatten, wie tief die Sonne steht. Bei Hanau kommt jetzt Arsen Krivobedri rein. Und Marco Ferukowski geht raus. Jetzt gibt es Einwurf erstmal für Hanau. Ganz auf der rechten Seite. Und der OFC kann zustellen. Jan Urbich geht dazwischen, kriegt auch das Lob von Vincent Moreno. Hat er gut gemacht. Handspiel jetzt von Julian Albrecht, der von hinten reingeht und den Ball an die Hand bekommt. Gibt also den Freistoß für Hanau. Und Tarik Zedovic beim Freistoß kurz ausgeführt zu Tolga Ünal. Kriegt jetzt Druck von Jan Urbich. Druck von der Flinger. Und jetzt ist der Ball beim OFC. Almin Mesanovic dreht sich einmal um sich selbst. Und will dann Staude suchen, aber auf den falschen Fuß gespielt. Ja, aber Druck auf den Torhüter. Der muss den Ball nach vorne schlagen. Und jetzt Kubikovic erstmal. Mit Balleroberung hat er schön gemacht, erstmal genau gesichert und das ist ein Ball in offenbarer Hand. Und Moreno kann über die rechte Außenbahn jetzt erstmal den Ball behaupten, versucht ihn in die Mitte zu drehen. Derflinger, Albrecht und das Spiel wieder ein bisschen beruhigt. Albrecht jetzt die Verlagerung nach außen, sucht Wanner, findet Wanner, allerdings kann der den Ball, wie er ihn zugespielt bekommen hat, nicht kontrollieren. Er war nicht sehr leichtes Zuspiel, um das mal höflich zu formulieren. Und deswegen Einwurf Hanau von der rechten Seite, die irgendwie so gar nicht mehr so im Spiel sind. Also immer das Gefühl, dass der OFC sich gerade sehr viel mit sich selbst und seiner Taktik beschäftigt. Wird auch sehr viel dirigiert und umgestellt. Und ein Trainer ist auch dabei, das so, ja, zu coachen, wie man so schön sagt. Und Hanau verkommt mehr zu einer Statistenmannschaft gerade. Nicht, weil sie schlecht spielen, aber ja, der OFC steht sich gerade mehr selber im Weg. Und es gibt den nächsten Wechsel. Keanu geht raus, Keanu Staude. Währenddessen schauen wir nochmal gerade auf den Fallrückzieher von Alba vor ein paar Minuten. Gleich nach der Flanke von Derflinger war das, der in die Mitte gezogen ist und dann hier papp, mit Zeitlupe direkt eingespielt. Also das kann auch V-Mix. Aber der Torwart steht bisher noch zu oft im Weg.
Ballgewinn, Jan Urbich. In die Mitte gelegt zu Derflinger. Achtung, muss den Ball jetzt behaupten und macht das auch zusammen mit Julian Albrecht. Und ja, übrigens eingewechselt worden ist Noah Vuko. Kommt jetzt hier aufs Feld vom OFC in der 75. Minute. Geht es also weiter mit diesem Wechsel. Vincent Moreno geht vorbei am Gegenspieler, wird dann gezogen und gezogen. Immer noch gezogen und gezogen. Und jetzt musst du endlich mal pfeifen. Dankeschön. Olaf Kehne, der dann die Pfeife in den Mund nimmt und jetzt hier zu Recht auch gelb gibt, weil das war ein ungefähr 30 Meter Trikot. Ja, ja, aber wir haben einen guten Ausrüster. Es hat erstaunlich lang gehalten. Ja, Lob an Nike. Das war wirklich dreist. Aber der Schiedsrichter hat die Chance weiterlaufen lassen, weil er hat sich nicht, wer war es, Misanovic? Gar nicht drauf aufgepasst. Moreno war es, genau. Aber jetzt erstmal der nächste Zaubertrick, Fragezeichen. Alvarez am Ball, Freistoß. Wir schauen, Alvarez mit dem Freistoß jetzt auf den langen Pfosten gezogen. Etwas zu weit. Findet dann nur noch den Kopf von Noah Vuko, aber von dort streift der Ball dann bis ins Seitenaus. Und es muss weitergehen. Auch die Anforderungen jetzt hier natürlich vom Trainerteam weiter drücken und weiter versuchen, sodass wir hier auch nochmal zum Tor kommen. Hinten raus von Hanau, das ist jetzt die Devise. Und Dino Kubegovic findet erstmal Christian Derflinger. Kubegovic dreht sich einmal um sich selbst und dann gut abgegeben zu Jason Breitenbach. Auf die rechte Seite zu Vincent Moreno, der in die Mitte zu Derflinger und dann geht's weiter wieder Richtung Breitenbach. Kurzpassspiel. Und Breitenbach mit dem Chipball auf der rechten Seite zu Vincent Moreno. Guter Lauf von ihm. Muss jetzt gegen zwei sich irgendwie behaupten. Und das ist natürlich sehr schwer, wenn du nach außen gedrängt wirst. Aber zweiter Ball ist wieder beim OFC. Jason Breitenbach. In die Mitte zu Julian Albrecht. Dreht ab und legt nochmal zurück zu Jason Breitenbach. Rechts raus zu Vincent Moreno, der wollte ablegen zu Derflinger und er muss nachgehen, wenn der Ball ein bisschen zu kurz gekommen. Ja, und hier fliegende Ameisen rum, deswegen können wir uns jetzt hier nicht elfenmäßig rumzucken, deswegen setzen wir uns lieber wieder hin. Ja, ja. Dafür sehen wir halt jetzt leider nichts mehr, aber das macht nichts. Ja, solange ihr was seht, ist alles gut. Und es gibt einen Wurf Hanau, linke Seite, da seht ihr mal unseren Trainer im Bild. Ja. Und Kopfballstaffetten bei Jason Breitenbach. Ja, den Ball leider nicht. Hanau noch am Ballbesitz, aber jetzt gute Eroberung. Trotzdem Pressschlag und Hanau ist wieder im Ballbesitz. Jetzt der Versuch über die rechte Seite, mal Entlastung für Hanau. Ja, und Almir Misanovic spielt jetzt auf der linken Seite, ist für Keanu Staude tatsächlich auf links gerückt. Und Noah Vuko, der eben eingewechselt wurde für ihn, ist dann quasi auf die 10 gegangen. Schöner Ball jetzt von Albrecht auf Urbich, aber leider doppt der Ball einmal auf und Urbich kommt da nicht mehr ganz dran. Zweiter Ball aber beim OFC. Almin Misanovic, Chipball in die Spitze zu Noah Vuko, schön gespielt. Markus Alvarez mit der Hacke zu Derflinger. Derflinger, Abschluss. Oh, Pfosten. Das gibt es doch alles gar nicht. Flanke nochmal Vuko. Nachschuss Derflinger und wieder steht der Torwart im Weg. Also Chance für Chance und es gibt Applaus hier von allen Seiten der Heinrich-Sonnrein-Anlage. Also das ist doch alles nicht wahr. 78. Minute, Doppelchance OFC. Wir schauen es nochmal an. Traumpass erst von Alvarez und davor auch von Misanovic. Abschluss dann Derflinger. Da stand sogar noch einer auf der Linie, aber der war so genau, dass er an den Pfosten geht. Und dann die Flanke. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit der Live-Ecke. Marcos Alvarez erstmal rausgeköpft worden. Zweiter Ball bei Dominik Wanner. Flanke wird hoch. Und zu hoch und geht dann ins Tor aus. Aber Doppelchance. OFC. Hier haben wir die zweite Chance auch nochmal. Dann nach der Flanke von Noah Vuko. Ist gut drin geblieben. Und Derflinger nochmal mit dem Abschluss aufs kurze Eck. Und dann gibt es nochmal das Lachen hier von Markus Alvarez in Richtung Torwart. Also der kann es auch langsam nicht mehr glauben. Ich glaube, der Trikottausch, die beiden. Es wird so ein Slapstick-Anlagen, was hier passiert. Aber ich meine, es ist ein Testspiel. Es wird was geboten, immerhin. Wir würden uns über mehr Tore für den OFC freuen, aber wenn man dann irgendwo in den Medien lesen wird, wie schlecht der OFC war, das kann ich jetzt schon mal unterstreichen, kann ich nicht teilen. Genau, Fake News. Also es war sicherlich nicht das beste Spiel, um schon mal langsam ins Resümee zu gehen. Es war sicherlich nicht das beste Spiel, aber die Bedingungen waren halt auch mit den doch Verletzten und den frühen Auswechslungen nicht die besten. Und was dann jetzt zumindest in der zweiten Halbzeit geboten wird, ist durchaus unterhaltsam gewesen. Und mit vielen Torchancen erstmal. Jetzt die nächste Möglichkeit. Hanau verliert erstmal den Ball wieder. Deswegen
Möglichkeit, das Spiel neu aufzubauen für den OFC. Mal gucken, was sie jetzt zaubern. Wie der Keeper jetzt halten wird. Gucken, wie der Keeper jetzt halten wird, sagt er. Ja, das ist schon alles auch gut, was wir hier spielen. Auch in der Defensive immer wieder schnelle Ballgewinne. Das sieht schon alles sehr gut aus in den letzten 20, 30, 40 Minuten, was der OFC hier zeigt. Also die zweite Halbzeit sehr, sehr gut. Auch in der ersten schon ein paar gute Chancen erarbeitet. Aber wir laufen immer noch diesem 1-0 hinterher. Verlagerung jetzt von Albrecht auf Vincent Moreno. Der nimmt sich die Kugel mit der Brust. Legt zurück zu Alvarez. Im Stand zurückgelegt zu der Flinge. Nochmal zurück zu Albrecht. Und der links raus zu Dino Kobegovic. Kobegovic dribbelt an. Findet dann im Zentrum Mesanovic. Und dann schließt er einfach mal ab. Guter Doppelpass zwischen den beiden Youngsters. Aber der Ball segelt dann doch ohne wirkliche Gefahr über Josip Galic hinweg ins Tor aus. Das wäre er gewesen. Josip Galic, also der kriegt heute wirklich, glaube ich, eine Extrawurst nach dem Spiel ausgegeben. Ich meine, der Junge macht das gut, aber bei vielen Chancen, muss man fairerweise auch sagen, wurde halt auch angeschossen und die Bälle waren nicht so hundertprozentig platziert. Also da kann man auch noch ein bisschen nachjustieren, Feinjustierung, aber ich will jetzt seine Leistung nicht schmälern und auch die Angriffsbemühungen nicht schmälern. Jetzt gewinnen wir erstmal Freistoß gegen den OFC. Mein Munkel kriegt gleich noch ein Replay, mal schauen. Wie gesagt, wir üben, um es nochmal zu erwähnen, wir üben heute noch ein bisschen mit der Technik, neue Software. Auch wir testen ein paar Dinge. Am Anfang gab es viele Ruckler. Tja, und jetzt? Jetzt kommt die Szene, genau. Ein bisschen geschoben von hinten. Ja, gut, kann man pfeifen. Ja. Und, ihr seht. Da schießen sie sich gerade gegenseitig an. Gibt es hier den Einwurf für den OFC. Gut nachgegangen. Von der Flinger und Co. Einwurf jetzt für den OFC. Nwabuko läuft sich da frei, aber er wählt die ganz lange Variante auf die Brust von Alvarez. Schirmt den Ball ab, geht dann zu Boden und es gibt natürlich den Freistoß für den OFC. Also, nicht einfach gegen den zu spielen. Gegen Alva, der macht schon wirklich Freude. Also, Verlagerung jetzt mal auf die linke Seite. Dino Kobegovic dribbelt an, kriegt jetzt Druck, findet dann Mesanovic, der zurück zu Kobegovic, Querschläger vor dem Tor von Hanau und Alvarez zu Vincent Moreno, der in die Spitze jetzt gespielt, zu Jan Urbich, schon an der Grundlinie, muss nochmal abdrehen. Ah, und rutscht dann leider aus im Dribbling gegen zwei Spieler. Schade, das war schön gemacht, gute Idee eigentlich und Hanau behauptet erstmal den Ball, kriegt dann aber Druck. Ball auf die linke Seite, gut dazwischen gegangen von Vincent Moreno und er springt dann ganz gerne mal 5 Meter. Ja. Einfach mal nach oben, hat den Ball einfach weggeschlagen und deswegen gibt es einen Wurf von Hanau. Und noch einen nächsten Wechsel. Raus geht die Nummer 28. Das ist Timuçin Sen. Und aufs Feld kommt die Nummer 30. Das ist David Sumak. Kriegt ja also auch nochmal die Chance, sich zu beweisen in den letzten 8 Minuten dieses Spiels. Hat's gehört, 8 Minuten plus Nachspielzeit. Ja, 8 Minuten plus. Genau. Also, ja. Um die 10, 12 Minuten, denke ich, heute noch das Spiel genießen dürfen. Ja. Um die 10, 12 Minuten sind es, glaube ich, noch auch. Und dann geht es weiter mit dem Einwurf hier für Hanau auf der linken Seite. Verlängert, aber Vincent Moreno passt auf, ja. Liegt dann zurück, bevor der Kapitän der Hanauer dazwischen gehen konnte. Tolga Ünal. OFC im Ballbesitz. Breitenbach. Der Flinger. Schöner Diagonalball auf die linke Seite. Auf Wanner. Der heute die 90 Minuten als Linksverteidiger durchspielen darf. Julian Albrecht dreht sich um sich selbst, verlagert dann auf die rechte Seite zu Jason Breitenbach. Der geht ins Sprintduell, immer noch Breitenbach, nicht vom Ball zu trennen. Auf die linke Seite gelegt, Wanner, Abschluss und Tor! Da ist es dann endlich! Das lang erwartete und ersehnte Tor des OFC nach einem fantastischen Sprint von Jason Breitenbach. Dann einfach mal links rüber gelegt und am ganz langen Pfosten lauert Dominik Wanner, schweißt dann mit links unten rechts ein und dann ist er auch mal geschlagen. Das Bemerkenswerte an der Aktion ist natürlich, dass der Innenverteidiger mit dem Außenverteidiger den Rest der Mann beider Mannschaften stehen lassen haben. Also Wahnsinn, hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Jason Breitenbach dribbelt sich durch alle durch, dann rübergelegt. Nur Vuko kommt erstmal nicht dran, aber dann kommt Dominik Wanner angerauscht und überwindet Josip Galic. Endlich! 84. Minute, Tor für den OFC durch Wanner.
gut beackert jetzt von Vincent Moreno und es gibt aber den Einwurf für Hanau. Ja, und die wollen jetzt hier nachlegen natürlich, die Kickers. Wollen sie das Spiel noch drehen, haben seit der zweiten Halbzeit das Spiel absolut im Griff. Also von Hanau in der Offensive kaum mehr was zu sehen, außer ein oder andere Abschluss von Ferukowski. Jetzt ein bisschen gegen den Schuh getreten. Vincent Moreno gegen der Nummer 25 ist das. Die suchen gerade noch Leandro Baumann. Gibt also Freistoß für Hanau. Positionieren sich jetzt doch alle vorne. Ich dachte erst, sie führen ihn kurz aus, aber wollen jetzt hier nochmal Langholz in Richtung OFC-Strafraum schlagen. Achtung. Auf den zweiten Pfosten geschlagen, der Ball. Verlängert, aber der Flinger ist dazwischen. Nach vorne gespielt. Zweiter Ball nochmal rein. Jason Breitenbach zurück zu Lukas Becker. Und der quer links raus. Erstmal raus aus der Gefahrenzone. Zum Einwurf quasi geklärt. Gibt den Einwurf für Hanau. Ich weiß gar nicht, ob die so einen langen Einwerfer haben. Schauen wir mal. Gegen Aschaffenburg gab es da einen. Der konnte die Dinger bis in den 5-Meter-Raum werfen. Jetzt erwarten wir ihn. Aber kurz ausgeführter Einwurf und schon dazwischen gegangen von Wanner, der eine super Partie macht. Auch da hinten links raus. Für ihn etwas ungewohnte Position. Und Alvarez schirmt den Ball ab. Sucht dann Mirzanovic im Vorwärtsgang. Bleibt aber leider hängen am zweiten Gegenspieler. Und Jan Urbich läuft durch. Dinos Gegenspieler darf nicht reingehen. Und jetzt spielt er zurück zu Lukas Becker. Becker angelaufen, rechts rausgelegt. Gut von Vincent Moreno dazwischen gegangen. Findet dann auch Jan Urbich. Und der schickt ihn nochmal in die Spitze. Und was der alles im Tank hat, Vincent Moreno, das ist schon Wahnsinn. Sprintet und sprintet hier die rechte Seite lang. Da würde ich gerne mal die Kilometeranzeige nach dem Spiel sehen. Ich glaube, da frage ich mal unseren Athletik-Coach Mele Mosqueda, wer da der Kilometer-Champion im heutigen Spiel war. Du wolltest den Namen nochmal sagen, weil du ihn so lange gelernt hast, oder? Das war jetzt Mele Mosqueda. Für mich kein Problem, ne? Als Native-Speaker. Ja, ist klar. Ja. So, aber jetzt Jason Breitenbach machen wir den nächsten Versuch. Alvarez findet ihn auch. Der kann sich gegen zwei erstmal durchsetzen. Dann waren es 3 und 4, deswegen spielt er erstmal ab. Julian Albrecht jetzt, Verlagerung erstmal wieder die linke Seite. Und ja, wieder Albrecht über die Mitte zurück. Breit bleiben, ihr hört es wieder. Breitenbach spielt nach außen. Und wieder zurück. Ja, Hanau steht jetzt deutlich tiefer. Merkt man auch. Breitenbach, nächster Versuch. Kobegovic. Jetzt alle Spieler außer unserem Torhüter in der gegnerischen Hälfte. Weit in der gegnerischen Hälfte sogar. Und der nächste versucht, vor das Tor zu kommen, aber wieder ein Hanau-Ball dazwischen. Nächste Möglichkeit, Derflinger mit der Abnahmebrust, Ball runtergeholt und dann ist er wieder nach vorne geschlagen, aber da ist keiner mehr von Hanau. Ich denke mal auch, dass deren erste Sturmphase in der ersten Halbzeit jetzt auch ein bisschen an Kräften zehrt bei den Temperaturen. Ja, die warten jetzt noch auf einen Konter, den wollen sie dann nochmal ausspielen, aber noch ist es der OFC, der das Spiel hier macht. Und da gibt es nochmal nachträglich den Freistoß, gut gemacht vom Schiedsrichter, der abgewartet hat. It's free kick time und das ist, glaube ich, die Zeit für Marcos Alvarez hier nochmal zu zeigen, was er vom ruhenden Ball kann. 800 Zuschauer, hast du gesagt? Nicht schlecht, sehr schön. Hier Feierabend und dann ab zum Fußball. Was gibt's Schöneres? Sonnenschein, richtig angenehme Temperaturen, man schwitzt sich hier nicht zu Tode, das ist auch mal ganz schön. Und wir sehen jetzt hier Marcos Alvarez, wie er anläuft, nochmal ein paar Mal durchatmet und dann aufs Tor zirkeln wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Dass das keine Freistoßflanke wird. Also, bleibe ich jetzt mal dran. Der knallt das Ding ehrenlos in den Winkel, hat der Kaspar Lauk gerade gesagt. Wir schauen jetzt mal. Aber es ist doch die Freistoßflanke auf die Grundlinie in Richtung Jürgen Albrecht. Auch eine gute Variante. Einen ganz kleinen Tick zu weit. Aber es gibt zumindest den Einwurf für den UFC. Schöne Formulierung. Er knallt ihn ehrenlos in den Winkel. Ja. Ja, Vincent Moreno bis zur Grundlinie, wird dann weggeschoben, aber holt noch die Ecke raus, super. Das ist auch ein absoluter Fighter einfach, der gefällt mir wirklich gut auf der rechten Seite. Nochmal gemacht im letzten halben Jahr, ne? Absolut, er hat gesagt, ja, Mega-Entwicklung von ihm, seit er in der letzten Saison auch so eine große Rolle gespielt hat, absolut gefestigt und immer wieder gefährlich, auch in die Offensive. Eckball, Marcos Alvarez. Bringt da auf den langen Pfosten. Ja, gibt es einen Zusammenprall, aber es geht weiter mit Ballbesitz OFC. Vincent Moreno. Verlagerung auf die rechte Seite, hinter die Kette.
Und da ist Alvarez, der noch von der Ecke dort stand, sich die Kugel schnappt, sich in die Mitte legt zu Almin Mesanovic. Legt nochmal ab zu Jörn Albrecht und dann verlagern sie wieder. Ja, eins weiter links raus und Christian Neidhardt fordert wieder Breite. Jetzt stehen sie gut. Der Ball zurückgelegt auf Dino Kovacic. Kommt nicht mehr an, geht dann ins Seitenhaus und es gibt wieder Ballbesitz für Hanau. Das Ganze in der 90. Minute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon nochmal 2-3 Minuten Nachspielzeit erleben würden oder können. 2 Minuten gibt's, hast du gesehen? Ja, Jason sagt 2 Minuten Nachspielzeit, hat er gesehen. Warten wir es ab. Und wir können die Nachspielzeit einblenden. Ein Fortschritt der Technik. Die Regie freut sich gerade kindisch. Kindlich, nicht kindisch, kindlich. Kindisch auch. Aber der nächste Angriff von UFC aber wird erstmal abgelaufen und es gibt den Einwurf. Ihr seht es eingeblendet. Jetzt neue Technik. Ein paar Ruckleinen gab es, ein paar Neuerungen gibt es und wir können jetzt auch die Nachspielzeit anzeigen. Ja, nächste Möglichkeit, Spielverlagerung. Derflinger jetzt. Kann den Ball gerade noch behaupten. Jason Breitenbach kann ihn noch behaupten und wieder zurückerobern. Und nächste Möglichkeit, rechts außen, Mesanovic. Nee, Moreno war das mit Alvarez. Moreno wieder in die Mitte gelegt, drin bleiben. Ab, ja, erstmal abgeholzt nach vorne. Genau, und dann geht's wieder über die rechte Seite. Wieder Alvarez findet dann in der Spitze Jan Urbich. Vor der Grundlinie muss er den irgendwie noch reinbringen. Abralla, abgefälscht und vor der Linie geklärt. Zweiter Ball, Derflinger, Abschluss, wieder abgefälscht. Und das gibt's doch gar nicht. Ist das knapp hier. Auf der Linie geklärt und es gibt nochmal Applaus von den Zuschauern hier. Jan Urbich, der das Ding da gerade noch vor der Grundlinie wegkratzt und dann ist es der Abschluss von Jürgen Albrecht, der zum Querschläger wird, den Gegner trifft und dann ist er erst richtig gefährlich geworden. Jason Breitenbach gut dazwischen gegangen, sehr gut aufgepasst von ihm, wird dann eigentlich gefoult, aber bleibt einfach stehen. Ball in die Spitze gespielt von Noah Vuko, kommt leider nicht an. Ja, und das war eben nochmal so eine Großchance für Albrecht. Fast unhaltbar abgefälscht, aber da ist eben noch ein Spieler gewesen, der das Ding von der Linie kratzt. Also heute wäre da durchaus ein Sieg drin gewesen. Jetzt kommt aber nochmal Hanau mit einem Traumtor zum Abschluss. Ja, 2-1 für Hanau. Und das ist dann doch nochmal ja, ein saftiger Schlusspunkt in dieser Partie. Den trifft er mal voll und überwindet damit Lukas Becker. Hier dreht er sich und dann Volley einfach abgelatzt und er senkt sich als Bogenlampe. Unhaltbar in diesem Fall für Lukas Becker. Kommt da nicht mehr dran. 2-1 für Hanau und ich denke, das wird auch der Endstand sein. Also, Wahnsinnsspielverlauf. 91. machen sie noch das Tor. Aber jetzt nochmal Langholz nach vorne. Lukas Becker mit dem Ball bis in den Strafraum. Abgefälschter Ball, Abschluss Urbich, abgeblockt erstmal. Zweiter Anlauf, Vincent Moreno zurückgelegt zu Christian Derflinger. Derflinger mit dem Auge für Wanner auf der linken Seite, mit dem Kopf nochmal reingeköpft. Richtung Noah Vuko, erstmal raus. Und dann wird Jason Breitenbach unterlaufen, aber der Schiedsrichter hat genug gesehen. Wir waren der Torschütze am Ende nochmal. Ich glaube, Philipp Panzer war es. Und so, ja, geht diese Produktion hier zu Ende. Wir danken euch fürs Zuschauen und können uns sagen, dass für uns war es auch ein guter Test. Vielen Dank, dass ihr ja, zugeschaut habt und zugehört habt. Das war also das erste Mal V-Mix. Und dann sehen und hören wir uns am Samstag schon wieder. Macht's gut. Vom Mikrofon verabschieden sich Marius Schnelker und Björn Marz. Macht's gut.